Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und bei mir ist noch jemand mit in der Leitung. Die Bianca Neumann. Hallo alle zusammen. Hallo zusammen. Heute ist die 21. Episode. Es ist der 12.11.2020. Wir sind immer noch im Lockdown, deswegen nehmen wir remote auf. Falls es mal wieder zu technischen Problemen kommt, dann kennt ihr das ja von mir. Also von daher bitte entschuldigen. Aber hoffentlich seid ihr so interessiert an dem Thema, dass ihr das komplett ausblenden könnt. Und zwar haben wir heute ein Thema, das, ja, war jetzt auf den ersten Blick, auf mich kam es nicht so spannend rüber. Weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir genauso. Ich dachte mir so, ja, Stickstoff. Und dann nach der ganzen Recherche dachte ich mir so, krass, was ich alles nicht wusste. Ja, jetzt hast du es gespoilert. Also es geht heute um Stickstoff. Ach so. Ja, alles gut. Ich wollte ein bisschen anteasern, aber voll okay. Also es geht heute um Stickstoff, genau. Und ja, mir ging das genauso. Ich war so, ja, okay, wichtiges Element. Gucken wir mal, ja, wofür verwendet man Stickstoff so, ja? War da so deine erste Assoziation mit Stickstoff? Meine erste Assoziation mit Stickstoff war lustigerweise vom Computerspielen. Und zwar gibt's ja diese Rennspiele Need for Speed. Und ja, schon mal gehört. Da gibt's so eine Lachgaseinspritzung. Und dann wusste ich immer, dass es NOS, also NOS oder NO2, also Stickoxid ist. Ist es NO2? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Sauerstofflieferant. Und da wusste ich, dass da halt Stickstoff drin ist. Und aus den Fast and the Furious Filmen kennt man das ja auch, dass die da immer wieder schön schneller fahren, wenn sie da so Lachgas einspritzen. Und daher kann ich das. Wo war es denn bei dir? Was hast du denn mit Stickstoff assoziiert? Flüssigstickstoff. Also früher haben wir im Chemieunterricht, da haben die Lehrer sich ja immer irgendwas ausgedacht, wie man jetzt diesen super uninteressierten jungen Leuten Chemie spannender machen kann. Und dann durften wir Bananen in Flüssigstickstoff halten und die dann mit so einem Hammer zerspringen lassen, weil die dann ja gefroren waren. Das fand ich irgendwie echt total cool. Und ich habe auch ganz früh angefangen zu tauchen. Und da gibt es beim Tauchen auch ganz viele Regeln, die man beachten muss, die halt auch sehr viel mit Stickstoff zu tun haben. Und das war dann so ein bisschen meine zweite Assoziation. Stimmt, vom Tauchen erkenne ich es auch noch mit hier Stickstoffvergiftung und Blut und so. Aber kommen wir später. Genau. Ich hatte schon sogar mal eine kleine Stickstoffnarkose. Okay. Ja, aber kann ich später mal erzählen. Das war ganz witzig. Da bin ich sehr gespannt, muss ich sagen. Ja. Das mit der Banane kenne ich auch, aber ich kenne das da eher mit so einer Rose, die man reingetaucht hat. Also bei uns gab es leider kein leckeres Bananeneis oder Bananensplitterbach, sondern nur Rose. Aber ist ja egal. Die Romantiker. Ja, genau. So, jetzt hatten wir gerade noch ein kleines technisches Problem. Das konnten wir jetzt aber klären und jetzt kann es weitergehen. Ja. Genau, jetzt hast du auch wieder das gute Mikro an. Genau, ich hoffe, ihr hört mein zartes Stimmlein jetzt besser. Ja, ich hoffe. Fangen wir mal an mit dem Mini-Steckbrief vom Stickstoff. Damit hast du ja eigentlich mal angefangen. Wort Stickstoff, beziehungsweise das englische Wort Nitrogen, kommt vom lateinischen Nitrogenium. Daher auch das Symbol N im Periodensystem. Bei Zimmertemperatur ist Stickstoff geruchs- und farblos, hat eine etwas kleinere Dichte als Luft und es kondensiert bei minus 195,82 Grad Celsius zu einer farblosen Flüssigkeit, die wir dann damals auch im Chemieunterricht für die Bananen und Rosen benutzt. Ja. Du hast ja gerade eben auch schon das Periodensystem angesprochen. Da ist es mit der Ordnungszahl 7 in der fünften Hauptgruppe. Falls ihr in Chemie gut aufgepasst habt, dann wisst ihr natürlich auch, was das bedeutet. Und der Name Stickstoff im Deutschen kommt eigentlich daher, dass so bei den ersten Untersuchungen man so gemerkt hat, ja, okay, das ist andere Luft, ne, und irgendwie macht die Flammen und Mäuse aus. Also Flammen löscht es und Mäuse tötet es. Und deswegen hat man dann irgendwann gesagt, okay, stickt irgendwie alles, ja, nennen wir es Stickstoff, ja. So wie wir das im Deutschen ja immer machen. Wir hängen irgendwie einen Stoff hinten dran und dann war es das. Die älteren Bezeichnungen dafür sind Azot oder Azotum, was dann so viel heißt wie leblos, was bei der Maus dann auch wieder Sinn macht, die ist danach halt leblos, und Stickgas oder Zogenium. Und eigentlich passt das mit diesem mit dieser Bezeichnung leblos gar nicht so sehr, sondern eigentlich müssen wir es eher Lebendgas nennen, denn Stickstoff kommt in ganz vielen Mechaniken des Lebens vor oder auch im Körper vor und da ist es sehr, sehr wichtig und es taucht auch sehr oft auf in unserer Welt oder in unserem Alltag, in seiner elementaren Form, taucht es nämlich als zweiatomiges Molekül, als sogenanntes D-Stickstoff auf und das macht sehr viel unserer Luft aus.
Genau, die Luft ist nämlich das größte Stickstofflager, das wir auf unserer Welt haben. Mit 78% Stickstoff, Anteil in der Luft ist es ein ziemlich großes Lager, würde ich sagen, aber auch in uns Menschen steckt Stickstoff drin. Bei uns zu 3%, vor allem vorhanden ist es dann aber in der DNA und in Proteinen, also eigentlich Teil des wichtigsten Bestandteils so, des menschlichen Lebens. Also wie Martin gerade schon gesagt hat, ist es in jedem Lebewesen drin. Die meiste Zeit der Menschheit war Stickstoff eigentlich Mangelware. Nicht nur Zeit der Menschheit, sondern auch allgemeiner Lebewesen. Und das war aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich bis Habers es geschafft hat, Stickstoff aus der Luft zu synthetisieren. Darauf kommt Martin aber gleich noch zu sprechen. Genau, aber man muss dazu sagen, also warum war es Mangelware? Und zwar war es einfach nicht nutzbar. Also es lag in der Luft vor, aber dadurch, dass die Stickstoffmolekül drei Bindungen untereinander hat, ist das halt sehr, sehr schwer aufzutrennen und damit auch nur schwer in irgendwelche anderen Moleküle einzubauen, weil man dafür sehr viel Energie braucht. Und deshalb lag es eben immer nur in begrenzten Mengen verfügbar vor, also für die Natur verfügbar vor, die das nutzen konnte. Ja. Und die unmittelbare Nutzung war dadurch halt auch für Pflanzen sehr selten. Und zwar gab es hier verschiedene Möglichkeiten, wie das verfügbar gemacht werden konnte. Einmal durch sogenannte Knöllchenbakterien. Das ist übrigens auch das, wo man überlegt, dass man die als erstes mal irgendwie auf den Mars ausbringen will, wenn man da Terraforming machen will. Die arbeiten einfach mit Stickstoff und können das auch verstoffwechseln, soweit ich weiß. Da gibt es noch ein paar andere freilebende Mikroorganismen, die das können. Und der größte Eintrag früher oder einer der größten Einträge waren elektrische Entladungen bei Gewitter. Und damit kamen immerhin 20 bis 25 Kilogramm Stickstoff auf einen Hektar im Jahr, soweit ich weiß. Also doch, also gut, es ist immer noch wenig, wenn man darüber nachdenkt, wie viel wir heute auf die Äcker kippen pro Hektar. Aber immerhin kam damit ein bisschen was auf den Boden. Und wie du schon gesagt hast, durch die Ammoniaksynthese haben wir als Menschen uns da eingemischt und haben dann den Stickstoff verfügbar gemacht und verwenden den heute eben auch als Stickstoffdünger. Das ist übrigens auch einer der Haupteinsatzzwecke, warum wir mit Stickstoff arbeiten, einfach um unsere Felder zu düngen. Fun Fact, Autoabgase tragen hier auch mit, ziemlich viel Stickstoff ein in die Natur und eben auch auf die Äcker und auf die Natur. Das heißt, ist das ein Fun Fact? Ist der fun? Ja, ich finde es schon witzig, weil normalerweise sagt man ja immer, Autos sind so schlecht und da haben sie jetzt mal so einen in Anführungsstrichen guten Effekt. Ja, also, ja. Genau. Ja, aber da kommen wir auch gleich zum nächsten, wo nämlich auch noch Stickstoff drin ist, und zwar im Boden. Ich habe ja gerade gesagt, dass hier sehr viel gedüngt wird. Und dann liegt er eben anorganisch im Boden vor, wenn man da eben Mineraldünger ausbringt. Und normalerweise liegt der Stickstoff im Boden eher selten anorganisch vor, außer halt irgendwo bei irgendwelchen Salpetervorkommen. Also Salpeter ist auch ein Material, das Stickstoff enthält. Und normalerweise auf einem normalen Ackerboden hat man eher wenig Stickstoff, der anorganisch ist. Und man versucht eben, den Stickstoffgehalt im Boden zu erhöhen, in dem Moment, wo man Dünger ausbringt, und dann wachsen hier eben Pflanzen besser. Ich glaube, du hattest noch irgendwas vorbereitet zum Stickstoffkreislauf, oder? Genau, soll ich das jetzt mal eben reinwerfen? Ja, genau, gern. Alles klar. Ja, wer von euch im Bio früher aufgepasst hat, der hat vielleicht schon mal vom Stickstoffkreislauf gehört. Stickstoff war ja bis vor kurzem noch die Mangelware in der Natur. Aber trotzdem scheint es ja echt wichtig zu sein. Es ist in DNA und Proteinen enthalten. Und dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, woher die Lebewesen den Stickstoff kriegen, wenn sie ihn nicht über die Luft kriegen können. Muss man jetzt erstmal klären, warum geht das nicht so richtig über die Luft? Eben hat Martin ja erklärt, dass Stickstoff aus zwei N's besteht. Diese beiden N's sind nicht einfach, nein, auch nicht zweifach, sondern dreifach verbunden. Und das ist fest genug, um mit fast nichts anderem zu reagieren. Deswegen wird dieser Luftstickstoff auch nicht reaktiver Stickstoff oder elementarer Stickstoff genannt. Eben hat Martin ja schon gesagt, dass durch Gewitter und bestimmte Bakteriengruppen dieser nicht reaktive Stickstoff so umgesetzt werden kann, dass es doch Bindungen mit anderen Stoffen eingeht. Und diesen Stickstoff nennt man dann reaktiven Stickstoff. Der kann von organischen und anorganischen
aufgenommen werden und gerät somit in den Stickstoffkreislauf. Der sieht so aus. Also der reaktive Stickstoff wird von den Lebewesen aufgenommen. Und der kommt durch verschiedenste Wege in den Kreislauf. Der wohl ziemlich häufig passiert, ist durch Exkremente. Also wenn Lebewesen sich erleichtern, kommt ganz schön viel Stickstoff wieder. Ja, sehr. Kommt sehr viel Stickstoff in das Ökosystem rein. Aber auch wenn Lebewesen sterben, Kadaver oder auch Pflanzen, dann zersetzen Mikroben den Kadaver. Und der Stickstoff wird in den Boden weitergeleitet. Da können die Pflanzen den Stickstoff dann wieder aufnehmen. Jedenfalls meistens. Und ich sag meistens, weil nicht alle Pflanzen über ihre Wurzeln Stickstoff aufnehmen. Fleischfressende Pflanzen zum Beispiel, in Anführungszeichen, fressen Fleisch, weil sie den Spieß umdrehen. Die holen sich den Stickstoff dann nämlich aus den Tieren. Manchmal aus den Exkrementen von Tieren, aber manchmal zersetzen sie auch die Körper der Tiere. Pflanzenfressende Tiere nehmen den Stickstoff also über die Pflanzen auf und fleischfressende Tiere dann über die jeweils unteren Glieder in der Nahrungskette. Am Ende gelangen die Stickstoffe allerdings immer wieder in den Boden und der Kreislauf beginnt von neuem. So sieht's auf dem Land aus. Im Meer gibt es einen ähnlichen Kreislauf, der aber ungefähr auf demselben Prinzip beruht, weswegen ich den jetzt hier nicht nochmal aufführe. Ja, vielleicht kann man da noch ergänzen, dass die Bakterien, die den Stickstoff hier verfügbar machen, die haben ein sogenanntes Nitrogenase-Enzym. Und das ist in der Lage, den Luftstickstoff chemisch zu binden. Also konkret hat die Nitrogenase einen Eisen-Schwefel-Cluster, das dann als Kofaktor wirkt. Und dadurch sind die in der Lage, mit weniger Energieaufwand den Stickstoff aufzuteilen und eben dann in ihre Proteine oder sowas einzubauen und den einfach zu verwerten und biologisch verfügbar zu machen. Genau. Das ist ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Übrigens, wenn ihr Zimmerpflanzen habt und die haben so gelbe Blätter, dann liegt das ganz oft daran, dass in der Erde nicht genügend Stickstoff drin ist. Also von daher könnt ihr jetzt überlegen, ob ihr da irgendwelche Exkremente reinschiebt oder hier nehmt einfach einen Dünger. Ja? Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Und riecht besser. Genau. Ja, nicht immer, aber hoffentlich oft. Ja. Dünger ist hier aber ein ziemlich gutes Stichwort, weil jetzt könnte man sich natürlich angucken, wie sich Menschen diesen Stickstoffkreislauf in der Vergangenheit denn zu Nutzen gemacht haben. Denn bevor die Menschen unbedingt von der Existenz von genau dem Stoff Stickstoff wussten, haben sie sich trotzdem den Stickstoffkreislauf zu Nutzen gemacht. Und zwar haben das vor allem die Bauern gemacht. In jeder Zeit des Menschen gab es Bauern, weil natürlich die Menschen durch Ernährung am Leben gehalten werden mussten. Und die Praxis von früher war wie folgt. Man hat Wald gerodet, dann da ein Feld angelegt, Getreide gepflanzt. Dieses Getreide bzw. die Pflanzen haben dann den Stickstoff aus dem Boden entzogen. Dann wurde das Getreide geerntet und das Ganze wurde wiederholt. Irgendwann ist aufgefallen, dass nach Wiederholung des Pflanzens die Ernte irgendwann zu mager wurde. Das lag daran, dass nicht mehr genügend Stickstoff enthalten war. Das wussten die Bauern aber nicht. Was sie dann gemacht haben, war einfach irgendwo anders ein Feld anzulegen und das alles nochmal neu zu machen. Sie haben also systematisch den Stickstoff entzogen und irgendwo anders hin transportiert. Wirklich nachhaltig ist das eigentlich nicht. Ne. Andere Strategie war, dass sie den Stickstoff aus der Umgebung importiert haben. Mhm. So haben Bauern zum Beispiel tagsüber ihre Tiere, sagen wir mal Rinder, in den Wald gebracht, wo die Rinder durch das Fressen von Pflanzen den Stickstoff in sich aufgenommen haben. Nachts wurde das Vieh dann wieder in den Stall gebracht, wo es dann, ich sag jetzt mal, gepinkelt und gekackt hat. Und die Bauern haben gemerkt, dass wenn sie diesen Mist auf auf die Felder packen, in denen die Ernte mager wurde, dann wurde die Ernte wieder ergiebiger. Und so haben die Bauern quasi, ohne den genauen Kreislauf zu kennen, sich den Mist zu Nutzen gemacht. Und eigentlich Mistvieh dann ja ein Kompliment, ne? Stimmt. Die haben echt was Gutes zu den Bauern beigetragen. Naja, früher waren die Produktionsmengen viel geringer als heute. Mhm.
Deswegen stellt sich die Frage, was hat sich geändert und ja, was hat der Mensch denn dann mit dem Stickstoff gemacht, nachdem das nicht mehr genug war? Ja, okay, sehr interessant, was du ausgeführt hast. Was glaub, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Dreifelderwirtschaft gab es dann auch noch, wo man dann Pflanzen auch zwischendurch drauf angebaut hat. Also ich weiß nicht, wie die drauf gekommen sind, aber irgendwann sind sie auch drauf gekommen, dass wenn man immer die gleiche Pflanze drauf anbaut, wie du gesagt hast, dann sind die Böden irgendwann ausgelaugt und irgendwie muss man weiterziehen. Und irgendwann haben sie eben angefangen, unterschiedliche, unterschiedliche Pflanzen im Drei- oder Zwei- Jahresrhythmus anzubauen. Und war das dann egal, dann, welche Pflanzen? Nee, und zwar haben die auch immer so ein Pausejahr eingelegt, soweit ich weiß. Und dann haben die da so Klee oder sowas angebaut. Und Klee kann, soweit ich weiß, auch Stickstoff aus der Luft eben, also ja, ist ja auch eine Pflanze, also nimmt das auch auf. Und wenn der dann wieder verrottet oder einfach beim Pflügen des Feldes unten eingebracht wird, dann hat man auch wieder hier für die Pflanzen verfügbaren Stickstoff im Boden. Und also normalerweise ist es so, dass 95% des Stickstoffs als organisch gebunden im Boden vorliegen. Und das sind dann eben so Pflanzen, Massen, Reste, Mist und sowas. Und nur 5% sind eben organisch, also Ammoniak, Nitrat und Nitrit. Ja. Und wie du gesagt hast, es hat sich zwischendurch mal sehr stark eben verändert, dass auf einmal die Produktionsmengen nach oben gegangen sind. Und ja, du hast es vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Es wurde dann irgendwann ein Prozess entwickelt, ein industrieller Prozess, um eben Stickstoff ja chemisch verfügbar zu machen und das dann eben hier großflächig einzusetzen. Genau. Magst du da noch drauf eingehen oder? Ja, ich würde noch einen Schritt zurückgehen sogar, weil bevor man den überhaupt nutzen konnte, musste ja erstmal entdeckt werden, dass es Stickstoff gibt. Okay, stimmt. Und nach den, also viele Wissenschaftler haben das vermutet, dass es da irgendwas noch in der Luft gibt, außer den Sauerstoff und den Kohlenstoffdioxid. Und die ersten Wissenschaftler, die das vermutet waren Priestley und Cavendish, nämlich schon vor 1770. Die wussten allerdings nicht genau, wie das funktioniert. Den ersten Nachweis hat 1771 Karl Scheele gebracht. Das war ein deutsch-schwedischer Apotheker. Der hat seine Ergebnisse allerdings erst 6 Jahre später veröffentlicht, weswegen er eigentlich nicht als offizieller Entdecker bzw. Benenner gilt. Der eigentliche Benenner ist Daniel Rutherford. Der hat nämlich 1772 ein Experiment veröffentlicht, in dem er Stickstoff als erstes nachgewiesen hat. Okay. Du hast das Experiment ganz am Anfang schon ein bisschen angesprochen. Ich werde das jetzt mal ganz kurz ausführen, damit die Leute sich das vorstellen konnten, wie man denn im 18. Jahrhundert sowas überhaupt nachweisen kann. Er hat nämlich in einer pneumatischen Wanne eine Maus gelegt. Also eine pneumatische Wanne ist quasi, ein Gefäß, das nach außen hin abgeschnitten ist. Und man wusste damals, dass Lebewesen Sauerstoff veratmen. Gut, dann hatte er die Maus da drin. Das von der Maus bei der Atmung ausgestoßene Kohlenstoffdioxid hat er dann mit einer CO2-absorbierenden Lösung daraus getan. Beziehungsweise daraus gezogen und den Sauerstoff hat er mit einer kleinen Flamme darin verbrannt. Zusätzlich am Ende verblieb dann noch dazu. Genau, damit der CO2 und der Sauerstoff da raus waren. Am Ende verblieb nur noch eine Luft in der pneumatischen Wanne, die die Maus ersticken ließ und die aber auch keine Verbrennung unterhielt. Und deswegen hat er nachgewiesen, dass es neben Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid noch einen dritten Teil gibt, der dann im Deutschen Stickstoff genannt wurde. Macht Sinn, weil die Maus dann da auch damals erstickt ist und wir das eben nicht für unsere Atmung nutzen können. Okay, cool, das wusste ich gar nicht, Henry Cavendish, also einer der Wissenschaftler, die das schon vor 1770 vermutet hatten, hat das ungefähr zur selben Zeit wie Daniel Rutherford genauso nachgewiesen. Das heißt, bis heute sind sich die Leute irgendwie uneinig, wie man jetzt als Benenner da aufführen soll. Deswegen dachte ich mir, nehmen wir mal alle drei, Karl Scheele, Daniel Rutherford und Henry Cavendish, um hier niemanden aus dem Rampenlicht zu lassen. Okay, finde ich gut, ja. Ne? Habe ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mit beschäftigt. Ich wusste nicht, dass es da so einen Kampf darum gibt, wer denn jetzt eigentlich der Benenner ist. Ich hätte jetzt wirklich Rutherford getippt, weil der irgendwie auch mit einer der bekanntesten ist.
Das ist ein anderer Rutherford, glaube ich. Ach so, okay. Ja, gucke ich nachher nochmal nach, ne? Aber soweit ich weiß, sind es zwei verschiedene. Okay, interessant. Cool. Ja, gut, ich hatte es ja dann auch schon vorhin so ein bisschen erzählt, ne? Also die Nutzung von Stickstoff hat dann schon relativ früh angefangen, aber man hat dann erst eben hier 1770 rum gewusst, was man da eigentlich nutzt. Ich hatte es jetzt erklärt, ich habe es hier auch nochmal aufgeschrieben mit der Zweifelderwirtschaft und später der Dreifelderwirtschaft hat man diesen Stickstoff unbewusst schon genutzt und eben hier die Versorgung im Boden damit sichergestellt. Und in der Hälfte beziehungsweise einem Drittel der Zeit wurde das Feld einfach brach liegen gelassen und da ist so Klee und sowas drauf gewachsen und eben in den zwei anderen Dritteln hat man dann den Boden genutzt. Und ja, im 18. Jahrhundert hat man dann eben angefangen, Klee anzubauen, um eben aktiv in diesen Kreislauf einzugreifen. Und da hat man dann irgendwie schon gemerkt, okay, hier Klee, das unterstützt das Ganze nochmal zusätzlich. Und heute verwenden wir eben hier vor allen Dingen mineralische Dünger und eben auch Mistdüngung, um den Pflanzen künstlich Stickstoff zuzuführen, damit eben ja das Wachstum einfach steigert oder der Ertrag steigert. Und ja, im 19. Jahrhundert, so wer sich ein bisschen erinnert an Geschichte, damals ging so die Industrialisierung los und die Weltbevölkerung ist dann auch relativ stark eben angestiegen und damit dann natürlich auch der Nahrungsmittelbedarf. Und ja, damals gab es noch nicht keine mineralischen Dünger oder nicht im großen Stil zumindest. Und man hat damals gemerkt, so okay, wir haben irgendwie einen Mangel an Stickstoffdüngern und es gab dann einen englischen Chemiker, also es gab einige, die das gesagt haben, aber so das, auf den man das zurückführt, das ist der englische Chemiker William Crookes und der warnte davor, dass es hier eben Hungersnöte geben könnte und zwar hat er dann vor der British Association of the Advanced Science 1896 hier einen Vortrag gehalten und prägte damals den Namen Weizenproblem. Und zwar hat er eben davor gewarnt, dass insbesondere in Europa Hungersnöte drohen, wenn sie eben nicht schaffen, hier die Versorgung mit Düngemitteln sicherzustellen. Und der Vorschlag, der damals schon ja relativ früh im Raum stand, war der Vorschlag Brot aus Luft. Und zwar geht es darum. Das klingt gut. Genau, ne? Klingt gut, ja. Und zwar war da die Idee, dass man eben den Stickstoff in der Luft chemisch fixiert und verfügbar macht. Und man wusste, wie du gesagt hast, ne, man wusste relativ früh, dass Stickstoff in der Luft ist, aber man hatte nicht wirklich einen Prozess, um den verfügbar zu machen. 1905, also doch ein paar Jährchen später, gut 10 Jahre später, wurde dieser Vorschlag dann nochmal aufgegriffen und nochmal wiederholt von dem deutschen Chemiker Wilhelm Ostwald. Und der hat damals einen Zeitungsartikel veröffentlicht mit dem Titel Stickstoff eine Lebensfrage und hat hier diese These nochmal aufgegriffen. So, vielleicht kommen wir aber auch nochmal, weil wir eh schon bei Geschichte sind, zu einem anderen sehr interessanten Fall. Und zwar habe ich ja vorhin schon so ein bisschen besprochen, es gab Salpeter, das man eingesetzt hat, das eigentlich weniger zur Düngung, sondern eher so für alchemische und chemische Experimente. Und natürlich, wer schon mal ein bisschen irgendwie Filme geguckt hat, der weiß, dass in Schwarzpulver ganz viel Salpeter drin ist. Und zwar besteht Schwarzpulver zu 75% aus Salpeter. Dementsprechend war es, sobald es Schusswaffen gab, relativ sinnvoll, sich seine Salpeterversorgung sicherzustellen. Und bevor man das irgendwie im chemischen Reaktor machen konnte, hatte man damals sogenannte Salpetersieder. Und zwar, Salpeter liegt selten einfach so irgendwo in der Gegend rum, sondern das tritt vor allen Dingen auf, wenn man irgendwie Mauern baut, dann kann sich das dort ablagern und dann kann man das dort auch abkratzen. Oder aber es tritt auf, wenn der Mensch eben ja Fäkalien und Urin irgendwo ablädt und das mit Kalk interagiert. Und deswegen gab es sogenannte Salpetersieder oder Salpeterkocher und deren Aufgabe war es, Salpeter zu gewinnen und die durften damals, weil eben Salpeter so militärisch wichtig war, das überall gewinnen, wo sie wollten. Also die sind rumgezogen, weil klar, gibt jetzt keine Mine für Salpeter oder sowas, sondern die mussten das immer aus Bauernhäusern und sowas rauskratzen und die waren sehr, sehr unbeliebt, weil die halt aus dem Boden, aus dem Mauerwerk, den dort eben das Salpeter abgekratzt haben und dafür haben die durften die Böden aufreißen oder Mauern einreißen, irgendwie Balken wegsägen und sowas. Und die wurden richtig gehend als Plage angesehen, weil die halt einfach die ganzen Häuser auch kaputt gemacht haben von den Bauern. Und ja, das ist, wie schon gesagt, dadurch entstanden, dass eben in dem Boden oder im Mauerwerk Kalk enthalten war und
durch die Fixierung des Luftsauerstoffs ist dort dann eben Salpeter entstanden, ja, durch die Verbindung dieser stickstoffhaltigen Exkremente und des Urins von Menschen und Tieren. Und die Salpeterkocher haben das dann eben hier rausgeholt, haben das dann aufgekocht, kann man sagen, ja, und haben das dann eben da, ja, als sauberes Produkt hergestellt und mussten es dann bei ihrem Markgrafen oder Herzog oder sowas abliefern, und der hat das dann eben verwendet, um Schwarzpulver herzustellen. Die Salpeterkocher haben das teilweise dann auch sich sesshaft gemacht und haben dann eben bewusst Exkremente von Tieren und Menschen mit Kalk vermischt. Das waren dann sogenannte Salpetergärten. Also ich will mir nicht vorstellen, wie die Gärten geduftet haben, ja. Aber die haben das hier eben ja dann auch teilweise eben sesshaft gemacht. Aber gut, dafür brauchen wir halt schon relativ viel Exkremente und es dauert eben auch ein bisschen. Ist auf jeden Fall nicht mein Traumjob. Nee, auf jeden Fall nicht. Und die wurden halt auch sehr unter Druck gesetzt, das Salpeter zu gewinnen. Dementsprechend waren die jetzt auch nicht so zimperlich und sind halt schnell durch die Häuser durchgegangen und haben da irgendwie jetzt nicht groß Rücksicht genommen, weil die eben hier auch sehr viel Druck bekommen haben. Ja. Teilweise gab es dann auch so Fälle, dass die nach Schlachten aus den Massengräbern, das ist ja, ne, also Menschen enthalten ja auch Stickstoff, dass sie dann diese Massengräber genutzt haben, um hier ja Salpeter abzubauen. Und, oh Gott. Genau, also ist schon so ein bisschen makaber auch, ja. Die Geschichte des Stickstoff, der Stickstoffnutzung fängt schon mal schlecht an, würde ich sagen. Ja, gut, schlecht würde ich jetzt nicht sagen, ne? Neutral, aber ja, gab schon so ein paar, Ecken, wo man sagt, okay, interessant. Naja, das und dann das für Schießpulver nutzen, ich weiß nicht. Ja, okay, gut, Schießpulver ist natürlich, ja klar, okay, hast du recht, ja. Jetzt hatte ich ja gerade eben schon gesagt, wie man das dann aufbereitet hat. Und zwar hat man das gekocht. Also man hat den Rohsalpeter erstmal abgetragen, dann hat man das Ganze mit Pottasche vermischt und ausgewaschen. Da bleibt dann Calciumcarbonat zurück und man hat dann eine salzhaltige Lösung von Kalisalpeter. Und das hat man dann eben eingedampft bzw. zum Sieden gebracht und dann hat man eben hier dann das saubere Salpeter rausbekommen. Und ja, das wurde sehr lange so gemacht, bis dann eben 1820 das seine Bedeutung verloren hat. Und zwar hat man damals... Warum das? Ja, genau. Und zwar hat man damals ja sehr viel Schifffahrt unternommen, insbesondere in die Neue Welt. Und man hat damals dann Natronsalpeter in Chile entdeckt und eben Guano im Südpazifik. Und ja, das war halt einfacher, dann dort eben dieses Salpeter abzubauen und nach Europa zu bringen, als es hier eben per Siedlung herzustellen. Und das war so die Zeit, das weiße Gold. Genau, ja. Das war so die Zeit, als der Begriff dann Guano auch aufkam, ja. Und Guano und Salpeter, also sind nicht immer das gleiche. Ich fand das auch sehr interessant, weil das oftmals als gleichwertig benutzt wurde, teilweise dann wieder nicht. Beides sind mineralische Ablagerung und mineralische Dünge wurde seitdem dann hier diese großen Guano-Vorkommen entdeckt wurden, bis dann eben dieser industrielle Prozess entdeckt wurde, wurde mineralische Dünge fast ausschließlich aus Guano hergestellt. Und die Inkas damals haben Guano verwendet zur Düngung, also die haben das eben schon ausgebracht auf die Felder und mussten das. Und Alexander von Humboldt, der ja sehr viel Forschung betrieben hat in Südamerika, der hat 1806 die ersten Proben von Guano mit zurück nach Europa gebracht und hat das dann eben hier auch analysiert. Und jetzt wird es wieder sehr appetitlich, und zwar ist Guano einfach nur ein Sammelbegriff für die mineralischen Ablagerungen von Vogelkot. Also das sind im Grunde, ja genau, das sind einfach riesengroße Flächen, wo Vögel über mehrere Jahrhunderte hingekackt haben und das baut man eben ab. Also das ist ein feinkörniges Gemenge aus ja den pastösen Exkrementen von Seevögeln, vor allen Dingen von Pinguinen und Komoranen, so Guano-Komoran hat da seinen Namen auch daher. Und diese Exkremente wirken eben mit Kalkstein und da hat sich dann eben Guano ist da entstanden. Ja, in Europa ist der Begriff weißes Gold ja irgendwie schnell mit Salz assoziiert. Richtig, aber ich habe jetzt in der Recherche auch viel gelesen, dass in den geografischen Gebieten weißes Gold eben mit Vogelkacke in Verbindung gebracht wurde. Fand ich auch ganz interessant. Okay, ja, macht ja auf jeden Fall auch Sinn, ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so weiß war. Also es sind ja verschiedene Phosphate, Apatite, Nitrate und organische Verbindungen drin. Und macht schon Sinn, dass die irgendwo weißlich sind, aber ich glaube, Salz ist trotzdem noch weißer. Also. Ja. Und wahrscheinlich auch wertvoller, aber kann ich gerade gar nicht so unbedingt sagen. Kommt wahrscheinlich auch auf die Zeit an. Ne? Richtig, ja.
War auch interessant, weil damals dann auch ja hier ein Guano-Boom angesetzt ist, insbesondere eben in Chile. Und der halt, ja, das Guano damals war halt sehr, sehr wichtig, oder das Salpeter da war sehr, sehr wichtig, weil die gesamte Versorgung Europas eigentlich von Chile aus ging oder von den südamerikanischen Ländern, die eben hier an die Atacama-Wüste angegrenzt haben. Und zwar muss man dazu wissen, dass eben in der Atacama-Wüste und in verschiedenen Inseln dort dieses Guano vorkam und dann hier diese Guano-Vorkommen eben abgebaut wurden. Ja. Und Moment, in der Atacama-Wüste ist es vor allen Dingen Salpeter, das abgebaut wurde. Ja. Und Guano war vor allen Dingen auf den Inseln. Und die Atacama-Wüste, wer es jetzt nicht auf dem Schirm hat, die ist so zwischen Chile, Peru und Bolivien. Und gilt als die trockenste Wüste der Welt. Ja, daher ist sie sehr bekannt. Da war ich auch schon mal. Ja, das war echt schön. Da konnte man den Sternenhimmel sehr, sehr gut beobachten, weil die Luft dort so trocken ist. Ja. Okay, cool. Ich wollte da immer mal hin, aber habe es nicht geschafft. Ja. Das ist auch kann ich empfehlen. Ja, ja, glaube ich. Es ist auch in den letzten Jahren zu einem Touristen-Hotspot geworden. Und zwar gibt's dort so Geisterstädte. Und also 170 Salpeterstädte gab es in der Hochzeit des Salpeterabbaus in der Atacama-Wüste. Mhm. Und zwar, um das Salpeter abzubauen, das ist ja nicht rein, das muss auch nochmal weiterverarbeitet werden. Und diese Weiterverarbeitungsanlagen, die auch Oficinas genannt wurden, da haben sich dann kleine Städte außenrum gegründet. Und eben in der Hochzeit gab es 170 davon. Und nachdem dann der Guano-Boom rum war, also der Guano-Boom war von 1845 bis 1880, da war der Hauptboom und dann ging das so bis Ende des 19. Jahrhunderts weiter und dann irgendwann hat sich's eben aufgelöst, dadurch, dass durch das Haber-Bosch-Verfahren hier Stickstoff verfügbar war, einfach so aus der Luft. Und damit waren dann die Städte eigentlich auch alle, hatten keine Existenzgrundlage mehr und sind dann eben aufgelöst worden. So ein bisschen wie die Goldgräberstimmung in Amerika. Ja, und damit ihr so ein bisschen eine Größenordnung habt, ich habe ja gerade gesagt, so 1870 rum hat das Ganze angefangen. Damals wurden 147 Tonnen abgebaut und nach Europa verschifft. 1913 waren das schon 800.000 Tonnen. Also das ist wenigen Jahren, also hier 40 Jahren, ist das hier zu einer riesengroßen Industrie geworden. Und diese Geister. Ja, in der Zeit ist die Bevölkerung auch extrem gewachsen. Richtig, ne? Die ist da auch sehr, sehr stark angewachsen und die sind danach eben dort auch alle wieder weggegangen. Und heute gelten diese Geisterstädte als UNESCO-Weltkulturerbe seit 2005 und deswegen würde ich da auch sehr gerne mal hin. Genau. Wo wir schon bei negativen Punkten von Salpeter und Stickstoff waren, eine dieser Städte wurde von Pinochet als Gefängnis verwendet. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Von Pinochet oder von dem Gefängnis? Ja, von dem Gefängnis von Pinochet. Erwarte ich jetzt mal, dass du davon gehört hast, ja. Ja, nee, von den Gefängnissen habe ich aber tatsächlich nicht gehört. Erzähl mal mehr darüber. Ja, und zwar gab's, also die Stadt heißt Chacabuco und ist heute sogar ein Museum, das sich eben damit auseinandersetzt. Oh. Und der hat damals eben dort ein Lager eingerichtet und hat dort eben politische Gefangene und so hingebracht, weil halt irgendwie trockene Wüste kannst du da nicht so gut abhauen, nehme ich mal an. Der war für meinen Geschmack auch viel zu kreativ mit seinen Gefängnissen. Ja, also. Das stimmt allerdings. Also, ja, kann man auch mal sich auf Wikipedia durchlesen. Wer den Namen nicht gehört hat, solltet ihr definitiv noch mal machen. Ja, naja, andere Städte, falls ihr mal in der Atacama-Wüste seid, ist St. Laura und Humberstone. Die sollen sehr cool sein, weil da auch das die größten Städte waren damals. Und da kann man noch so ein bisschen eben auch gucken, was da abging. Gibt auch einen guten Podcast zu dem Thema, Salpeter, der ist von, ich pack's in die Shownotes, wie hieß der nochmal? Zeit irgendwas. Zeitgeschichte? Kenn ich gar nicht. Ja, muss man. Ich kenne nur Zeitverbrechen, aber. Nee, Zeitsprung heißt der, ja. Fand ich sehr interessant. Die haben eine eigene Folge zu Salpeter gemacht. Ich pack das in die Shownotes rein. Die haben sich da auch nochmal mehr damit beschäftigt, was denn eben da in Chile los war. Genau. Für Europa waren die Importe eben sehr wichtig, das hatte ich ja schon gesagt. Und zwar 1865 sind von dem Geld, von den Aufwendungen, die für Importe aufgewendet wurden, sind 1% von den Importwerten von Großbritannien nur für Guano aufgewendet worden. Bei Frankreich waren es 0,6%, Belgien 1,5% und in Hamburg, einer der größten Häfen damals, sind volle 1,9% von allen Gütern auf Guano zurückzuführen. Ja. Also
da wurde sehr viel Handel betrieben und die bedeutendsten Herkunftsländer sind eben auch die, die hier an die Atacama-Wüste angrenzen, also Peru, Chile und Bolivien. Und eben noch so ein paar pazifische Inseln und in Westafrika gab es eben auch noch ein paar Vorkommen. Ja, einer der größten Importeure damals war ein Hamburger Unternehmen. Also vielleicht hat damals so diese Verbindung zwischen Deutschland und Chile angefangen. Da gibt es ja relativ viele, die dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg darüber gegangen sind. Das hat aber auch schon eben vor dem Ersten Weltkrieg angefangen. Und zwar das Hamburger Handelshaus Ohlendorf und Co., die waren hier der größte Importeur in Hamburg und sehr viel von dem europäischen Salpeter, das hier in Europa verteilt wurde, ist eben dann auch über Hamburg geflossen, ja, beziehungsweise verschifft worden. Und Also, Salpeter war wirklich, Guano meine ich, war ziemlich begehrt anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weltweit. Ja, dieser Ohlendorf, also dieses Handelshaus, die haben bis heute noch eines der größten, ein Haufen Häuser in Hamburg, also da kann man auch mal ein bisschen gucken, manchmal steht ja der Name dran. Ich habe jetzt nicht mal im Kopf, welche das genau sind, aber ich weiß noch, dass die da eben einige Häuser dort immer noch haben und auch immer noch eine sehr wohlhabende Familie sind. Genau. Ja, ich habe noch was anderes Skurriles gefunden, als ich zum Thema Guano mal so ein bisschen rumgegoogelt habe, und zwar der sogenannte Guano Act von 1856, das ist ein US-amerikanisches Gesetz. Das muss ja jetzt verrückt werden. Ja, ja, das ist, ja, genau, nach der Wahl, ne, denkt man sich schon so. Aber, ja. Ja, und zwar haben die Amerikaner hier irgendwie mal gesagt so, ja, okay, wir brauchen Guano, wir brauchen das. Wie kann man sich das sichern? Naja, wir annektieren einfach mal die Dinge von anderen Leuten, beziehungsweise nicht von anderen Leuten. Und zwar kann jede Insel ohne einen Besitzanspruch durch eine andere Nation oder Bewohner einer anderen Nation vom Präsidenten zu US-Staatsterritorium gemacht werden. Und zwar einfach so, indem irgendein US-Bürger, der dort Guano findet und der dann hingeht und sagt, so, mit friedlicher Absicht besetze ich jetzt diese Insel hier und baue hier jetzt Guano ab. Ja. Ach, man muss dazu sagen, hier steht nur Bewohner einer Nation. Also wenn du von irgendeinem Volksstamm oder irgendwas bist, dann hast du gelust, ja. Und also schon sehr imperialistisch. Und ja, auf diese Art und Weise wurden über 50 Inseln zeitweise amerikanisches Staatsgebiet. Teilweise sind das, glaube ich, heute noch. Und dieses Gesetz gilt bis heute. Also das wurde nicht irgendwie aufgehoben oder sowas, sondern wenn man Amerikaner ist, kann man offiziell immer noch irgendwo einfach eine Insel besetzen, auf der Guano zu finden ist. Ach, sind das dann diese ganzen kleinen Mini-Inseln im Pazifik? Nicht alle, aber einige davon. Und zwar so die Midway-Inseln kennt man, da ist so ein großer Militärstützpunkt gewesen, ne? So Pearl Harbor und so. Und Baker Island kennt man vielleicht eher nicht so, aber da war eben auch ein militärischer Stützpunkt. Die waren dann hier auch im Zweiten Weltkrieg wichtig. Oder aber das Johnston-Atoll, das man kennt, wenn man sich mit Atomwaffentests auseinandergesetzt hat. Also es ist schon ganz praktisch, wenn man irgendwie Inseln unter seinen Besitz gebracht hat und dann damit irgendwie, ja, so ein bisschen macht, was man will. Jetzt frage ich mich aber, ob das auch wirklich was genutzt hat. Hat die USA dadurch irgendwie einen großen Mehrwert schaffen können? Also die haben ihre Versorgung damit schon auch sicherstellen können, ja. Das auf jeden Fall. Die haben da ganz oft das Guano abgebaut und dann, sobald die halt nicht mehr, keine Vorkommen mehr hatten, haben sie die dann auch zurückgegeben. Oder es gibt so ein Trust, der die Inseln verwaltet, und das sind jetzt einfach nur Naturreservate, ja. Also die konnten sich damit schon absichern und damit ihre Versorgung halt sicherstellen. Die Europäer haben das halt vor allen Dingen dann über den Handel gemacht, sogenannte Salpeterfahrten. Mhm. Ja, das ist ganz witzig, weil die haben das sehr lange noch mit Segelschiffen gemacht. Der letzte Frachtsegler, der von Südamerika nach Europa gesegelt ist, das war dann irgendwann im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Das war eben auch ein Segelschiff, das Guano geladen hatte, oder Salpeter, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und einfach aus dem Grund heraus, das wird ja nicht schlecht. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie zeitkritisch ist. Deswegen kann man da auch in Kauf nehmen, dass man halt ein bisschen später ankommt und kann dann einfach ein Segelschiff nehmen, das halt günstiger ist, als wenn man jetzt irgendwie mit einem dampfbetriebenen Schiff oder sowas fährt. Und die Agrarindustrie, die eben in Deutschland und Europa entstanden ist, die konnte eigentlich auch erst entstehen dadurch, dass wir hier dieses Chile-Salpeter zur Verfügung hatten. Und also in den 40 Jahren, seitdem das erste Mal eingeführt wurde, ist der Handel ums 40-fache angewachsen, bis dann eben 1905 509.800 Tonnen in Hamburg alleine, glaube ich, importiert wurden, ja.
Und ja, wo viel Geld ist, wo viel Handel getrieben wird, da gibt es halt auch immer mal wieder einen Krieg. Und ich habe es dir vorhin noch per Sprachnachricht geschickt, ganz lustig, oder nicht so lustig, aber dass dieser Krieg damals stattgefunden hat, der sogenannte Salpeterkrieg oder die Salpeterkriege, das ist bis heute noch dermaßen fest in den Köpfen von der Bevölkerung von Chile, Peru und Bolivien drin, dass jetzt eine Freundin von mir aus Bolivien, der ihr Opa hat jetzt in einem Film mitgespielt, der sich eben mit diesem Krieg beschäftigt. Die haben natürlich ein bisschen eine andere Blickwinkel als Bolivianer auf den Krieg, als jetzt die Peruaner oder die Chilenen, aber da sind bis heute eben Ressentiments am Ich wollte gerade sagen, die drei haben sich ja auch, glaube ich, noch nie verstanden, oder? Jein, und zwar davor waren die sogar eigentlich relativ gut miteinander und danach ist Ach, und es fing dann mit den Salpeterkriegen an? Ja, und das das ist nämlich echt crazy, weil Bolivien hatte damals auch noch einen Seezugang und den haben sie heute nicht mehr und also, wenn du das ist heute immer noch sehr aktuell, ja. Richtig, also für die Bolivianer zumindest, wobei ich halt auch, also wirtschaftlich keinerlei Bedeutung, weil die haben ja Zugang zu Häfen in Chile und haben da eine Bahnlinie und das ist ja auch alles mit Verträgen gesichert und sowas und können ja auch über die Flüsse runter über Argentinien eigentlich dann auch auf den Atlantik und so, also eigentlich haben sie gar keinen Stress damit, aber sie wollen halt immer noch den Zugang zum Meer und das ist immer noch unter Evo Morales ein großer Punkt gewesen und die haben auch immer noch eine Marine, lustigerweise, ja, das ist eine der Das ist total verrückt. Die haben eine riesengroße Marine, obwohl sie keinen Zugang zum Meer haben. Und die Schiffe liegen halt irgendwie im Titicacasee. Also es ist echt. Ja, ich habe ja ein Auslandsjahr in Chile gemacht und ich kenne die chilenische Version auf die ganze Sache. Und damals, weiß ich noch, haben mir die Leute erzählt, wie lächerlich sie das finden, dass Bolivien jetzt hier an irgendwelchen alten Geschichten festhalten würde. Und also ich habe das schon gemerkt, dass jeder Staat also seine ganz, ganz spezielle Sicht drauf hat. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch so ein bisschen interessant, weil naja, wie hat das Ganze angefangen? Es gab da so in der Atacama-Wüste eben einen Streifen Land, wo keiner so genau wusste, wem gehört er jetzt eigentlich. Ja, also das war so ein bisschen so, ja, zwischen Chile und Bolivien so ein Streitthema. Das war dann irgendwie auch mal zeitlang so eine Zone, die dann irgendwie von beiden verwaltet wurde. Und dann irgendwann halt um 1879 rum haben die dann irgendwie mal so, okay, bisschen doof, nee, wir machen das jetzt anders. Und das hat auch immer wieder gewechselt. Und irgendwann war es dann so, dass es an Bolivien gegangen ist, aber die Chilenen konnten da halt immer noch Handel treiben und Salpeter abbauen. Aber die Bolivianer durften für 25 Jahre keine Steuern auf die Salpeter-Exporte dort erheben. Und was macht man, wenn man so einen Deal bekommen hat, der eigentlich recht gut ist? Klar, man erhebt Steuern auf die Salpeter-Exporte, ja. Und naja, die Chilenen haben dann halt gesagt so, ja, uncool, wir haben da irgendwie einen Deal und mach das mal nicht. Und die Bolivianer haben halt gesagt so, ja, nee, geht nicht, weil wir brauchen irgendwie die Kohle. Also da war auch in Bolivien halt sehr viel am Argen. Bolivien ist ja eh so ein Land, das sehr oft irgendwie einen Staatsführer gewechselt hat. Und da irgendwie auch sehr viele Unruhen immer hatte, weil die immer irgendwo Probleme hatten. Und ja, kann man sich, ist auch wieder eine Geschichte für sich selber, was die so getrieben haben. Also eigentlich ja eines der reichsten Länder der Welt mal eine Zeit lang gewesen, aber irgendwie haben die das heute nicht mehr so im Griff. Wissen übrigens wieder nicht. Ja, können wir aber mal bei einer Episode über Silber oder Blei oder sowas drüber reden. Finde ich auch sehr interessant. Naja, auf jeden Fall hat dann Chile hier angefangen, die Zonen dort zu besetzen. Die sind dann eben dort, ja, hingegangen. Einmal hatten die eine große Flotte und haben damit dann eben erstmal eine Seeherrschaft etabliert und haben dann dort eben auch einige dieser Städte besetzt in der Atacama-Wüste und halt dann einfach gesagt, okay, wir geben euch die zurück, aber dafür müsst ihr euch halt an den Deal halten. Und das war die sogenannte Tarapacá-Region und ja, die Bolivianer haben dann mit den Peruanern zusammen, die hatten einen geheimen Deal, wo sie dann eben gesagt haben, okay, wir nehmen das Chile ab und wir nehmen denen noch mehr ab und das teilen wir dann unter uns auf. Und ja, hier gibt es so eine ganz skurrile Geschichte darüber, warum die bolivianische Armee eigentlich gar nicht gekämpft hat, sondern sich selber zerstört hat. Und zwar muss das wohl während der Zeit des Karnevals gewesen sein. Also das ist ein Urban Legend, ich weiß nicht, ob die wirklich stimmt, aber 1879 muss das während der Zeit des Karnevals gewesen sein. Und deswegen, das Militär war sehr betrunken. Ja, also die Einheiten, die da rüberschicken wollten nach Chile, waren wohl sehr betrunken und sind dann eben losmarschiert. Und irgendwann hat der Kommandeur dieser Einheit
ja, so einen Rappel bekommen und hat dann eben nicht, wie das üblich ist in der Atacama-Wüste, weil die halt sehr trocken ist, seine Soldaten nur in der Nacht marschieren lassen, sondern er hat die tagsüber marschieren lassen, ja, um die sozusagen zu bestrafen. Und da sind halt sehr viele von den Soldaten dann verdurstet und die bolivianische Armee musste sich wieder zurückziehen, weil sie eben in der Atacama-Wüste fast verdurstet wäre. Und ja, das ist noch so eine Anekdote, dass sie dort eben, weil sie besoffen waren, nicht wirklich mitgekämpft haben. nach dieser Zeit, also da gab es wohl auch ein paar Gefechte, wo die dann doch mitgekämpft haben, aber vor allen Dingen die Peruaner, die ja eigentlich mit diesem Krieg gar nichts zu tun hatten, ja, die eigentlich nur Bolivien unterstützen wollten, die sind da die, die hier eigentlich die ganze Zeit gekämpft haben. Die Bolivianer haben sich halt zurückgesetzt, gezogen und gesagt, ja, wir verteidigen mal unser Gebiet, macht mal, was ihr wollt. Und ja, das ging dann noch relativ lange. 1880 hat sich Bolivien zurückgezogen. Der Krieg ging weiter bis 1884, also noch 4 Jahre. Und zum Beispiel haben halt die Chilenen sind immer wieder in Peru einmarschiert. 1881 fiel dann auch Lima. Und seitdem gab es dann so einen Guerillakrieg, wo dann eben auch chinesische Zwangsarbeiter, muss man die nennen, ja, dann gekämpft haben. Die haben dann aber gegen die Peruaner gekämpft, für die Chilenen. Und dann gab es aber wieder peruanische Einheiten, die gegen die Peruaner selber gekämpft haben und gegen die Chilenen und chilenische Einheiten, die mit den Peruanern gekämpft haben. Also totales Tohuwabohu. Oh Gott. Und ja, dann gab es halt eine neue Regierung in Chile und die haben dann auch angefangen eben mit den, es gab eine neue Regierung in Peru und die haben dann eben auch sich auf Verhandlungen mit Chile eingelassen und dann eben 1884 den sogenannten Vertrag von Ancon unterschrieben und hier wurde dann eben wurden Grenzen gezogen, unter anderem dann eben auch mit Bolivien. Und die wurden dann endgültig erst 1904 festgelegt mit einem Friedensvertrag. Und Bolivien hat hier eben Tarapacá übergeben und ja damit dann eben auch seinen Zugang zum Meer und hat dann eben hier aber ein Recht darauf bekommen, den Hafen von Arica kostenfrei zu nutzen über eine Bahnlinie, die dann gebaut wurde. Und ja, Bolivien beschwert sich heute noch, dass sie eben hier mit dem Hafen nicht effizient handeln können, weil der Hafen halt für die Chilenen komplett unwichtig ist. Die verdienen damit ja auch kein Geld. Der wurde auch privatisiert zwischendurch. Und die Position von Bolivien ist hier eben, naja, wenn wir den verwalten würden, dann könnten wir das ja viel effizienter machen, dann würden wir den auch modernisieren und sowas. Und dadurch, dass es halt irgendwie chilenisches Gebiet ist und für die nicht wichtig ist, modernisieren die den nicht. Und deswegen gibt es halt bis heute noch Stress. Die Peruaner sind halt bis heute auch immer noch irgendwie sauer auf Bolivien, weil halt Bolivien einen Krieg angefangen hat und dann halt weggegangen ist und die Peruaner dann irgendwie da die Leidtragenden waren, ja. Und deswegen sind irgendwie alle sauer aufeinander und es gab dann auch irgendwie Angebote von Chile, da Gebiete zurückzugeben, aber nur wenn XY passiert und Bolivien wollte das immer nicht. Die sagen halt, nee, wir wollen hier, nee, das ist so, Chile hat angeboten, Bolivien Gebiete zurückzugeben, aber in dem Friedensvertrag hat Chile zugesichert, dass Peru nur, also dass die Gebiete nur abgegeben werden können, wenn Peru dazu stimmt, weil das sind eigentlich ursprünglich peruanische Gebiete, die dann nach dem Krieg Chile zugegangen sind. Und Peru sagt da logischerweise so, nee, Bolivien hat einen Krieg angefangen und jetzt sollen die Gebiete von uns bekommen, ja, die Chile gerade hat, finden wir uncool, machen wir nicht. Und deswegen blockieren sich da alle eben irgendwie seit Jahrzehnten und da geht nichts voran. Ja, seitdem hat Bolivien eben seine Marine auf dem Titicacasee, hat immer noch ein großes Marineministerium und einen Tag des Meeres, der übrigens ganz cool ist, also da gibt's immer schöne Partys. Hast du den schon mal erlebt? Ja, ja, ich war ja ein Jahr in Bolivien und da haben die den ja auch gefeiert, ja. War cool. Also so ironisch oder tatsächlich? Nee, der war wirklich cool, also da ein bisschen skurril halt für einen Binnenstaat, dass die irgendwie einen Tag des Meeres haben und irgendwie da, ne, aber ja, also ich verstehe die schon irgendwo ein Stück weit, aber irgendwo denke ich mal, ja, also Evo Morales hat damit halt dann auch sehr stark von innenpolitischen Problemen abgelenkt und hat damit dann eben auch so Nationalstolz halt befeuert, so, ja, die Bösen. Genau, der Gedanke kam mir auch gerade. Ja, ja. Das kann natürlich politisch total gut eingesetzt werden, ja, sowas, richtig, ne? Ja. Hat er auch gemacht, meiner Meinung nach, ja. Also, ich finde schon auch so, ja, okay, ist schon ein bisschen doof für Bolivien. Die haben ja sehr viel Land verloren in der Zeit. Die waren, glaube ich, mal 3-mal so groß, wie sie jetzt sind, aber die haben halt über ganz viele krude Situation Land verloren. Es gab auch einen Präsidenten, der hat irgendwie nach Brasilien irgendwie sehr viel Land verschenkt, weil die Brasilianer ihm irgendwie ein Pferd geschenkt haben, das eben weiß war und das fand er so toll, dass er da irgendwie dann den Land geschenkt hat und so. Und da sitzt Öl drauf und Bäume und so. Und, also alles so ein bisschen bescheuert, ja. Oder hat dann irgendwie auch mit Paraguay Krieg gehabt, glaube ich, oder was, Uruguay. Und naja, egal. Es soll ja hier um Stickstoff gehen, nicht um Bolivien und deswegen
Ja, diese Salpeterkriege gab es eben, wie gesagt, in der anderen Podcast-Episode, die ich in die Shownotes packe, da wird das alles auch nochmal ein bisschen im Detail erklärt. Naja, heute sind uns solche Kriege ja eigentlich eher fremd. Das hat einen Grund. Warum? Also Kriege zu Stickstoff zumindest, ist richtig, ja. Genau. Genau. Ja. So, wir haben es ja schon öfters mal erklärt, das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren, ja. Und das war 1908, da haben die deutschen Chemiker Fritz Haber, oder der deutsche Chemiker Fritz Haber hat das entwickelt und Bosch hat es dann eben noch verbessert. Und zwar hat er es geschafft, aus Wasserstoff und Stickstoff synthetischen Ammoniak herzustellen. Und Ammoniak ist eine der wichtigsten Grundchemikalien, aus der werden eben fast alle auf Stickstoff basierenden Materialien dann synthetisiert oder hergestellt. Und 1908 hat er dieses Verfahren dann eben entwickelt und 1910 das Ganze dann als Patent eintragen lassen. Und also das Besondere da war ja, dass er das aus der Luft machen konnte, aus dem elementaren Stickstoff, oder? Ja, schon. Also da gibt es verschiedene Prozesse, wie man das machen kann. Mhm. Konkret geht es hier jetzt darum, dass sie eben diese Synthese von Ammoniak sichergestellt haben und damit dann eben unabhängig waren von dem Salpeter, das importiert wurde. Dass dieser Stickstoff, der dann hier zu Ammoniak umgewandelt wird, der wird aus der Luft gewonnen, richtig. Das ist auch nochmal ein anderes Verfahren, und zwar das Linde-Verfahren. Linde hat damals nämlich ein Verfahren entwickelt, wie man die Luft aufteilen kann, und indem man sie eben abkühlt, und dann kann man da eben so eine Destillation machen oder Rektifikation im Grunde. Und damit kann man das dann eben aufteilen in Sauerstoff und eben Stickstoff und den Rest noch rausfiltern. Und das kann man dann verwenden, diesen Stickstoff, um Ammoniak herzustellen. Und das war dann der Anfang von Brot aus der Luft? Genau, also mit diesem Ammoniak konnte man dann eben Düngemittel herstellen, und zwar so viele, wie man wollte. Man musste halt einfach nur Energie dafür aufwenden und eben dann auch die Versorgung mit Salpeter sicherstellen. Und zwar 1910, das war so Erster Weltkrieg rum, sag ich mal, ja, und damals war die Salpeterversorgung für Deutschland halt kriegswichtig, ja. Also das deutsche Militär hat das nicht so ganz gesehen, die dachten immer so, ja, okay, wir haben genügend Salpeter, dass wir irgendwie aus dem Ausland bekommen, und so lange wird der Krieg ja nicht gehen. Die haben ja damals gedacht, sie können das relativ schnell machen, aber zum Glück oder zum Unglück hatte Karl Bosch damals mit dem deutschen Militär eben vereinbart, okay, also er hat das sogenannte Salpeterversprechen gegeben, dass Deutschland mit genügend synthetischem Salpeter versorgt wird, um eben hier die Nahrungsmittelversorgung und die Waffen- und Munitionsversorgung sicherzustellen. 1918 hat er übrigens auch den Chemie-Nobelpreis erhalten, und da gab es, glaube ich, insgesamt 3 Nobelpreise dazu. Einen zur Entwicklung des Verfahrens selber, dann zur Entwicklung dieses Haber-Bosch, also für die industrielle Umsetzung des Verfahrens. Und dann gab es jetzt vor ein paar Jahren nochmal einen dafür, dass jemand rausgefunden hat, warum das Verfahren überhaupt geht, weil das war die ganze Zeit noch gar nicht klar, was da wirklich passiert im Hintergrund. Ja. Und eigentlich auch witzig, dass wir ein Verfahren verwenden, das halt irgendwie eines der, wenn nicht das wichtigste Verfahren ist in der Chemie, und bis vor ein paar Jahren irgendwie nicht sicher war, warum das überhaupt so funktioniert. Ja, und zwar funktioniert das so, dass eben Ammoniak, also NH3, aus Stickstoff und Wasserstoff mithilfe eines Katalysators synthetisiert wird. Und Karl Bosch und Alwin Mittasch haben dieses Verfahren, das Haber in seinem Labor entwickelt hat, dann für BASF in großtechnischen Maßstab umgesetzt. Und damit konnte dann 1913, also 5 Jahre, nachdem das überhaupt entwickelt wurde, konnte dann schon eine industrielle Produktion anfangen. Und zwar ist am 9. September 1913 die erste Anlage in Oppau, das ist bei Ludwigshafen, an den Start gegangen, und damals 100 Tonnen Ammoniakproduktion pro Tag. Und die konnten das dann über die nächsten Jahre immer weiter steigern und ausbauen. Und bis heute ist eben dieser Haber-Bosch 100 Tonnen Ammoniak pro Tag, richtig, das ist echt viel. Naja, es ist nicht viel, wenn man sich anschaut, wie viel sie da verwendet haben. Also die haben weitaus mehr gebraucht. Aber zumindest ist es halt mal eine Ansage, dass man das jetzt nicht aus Chile rüberschippern musste. Ja. Also wir hatten ja, ich glaube, irgendwas um die 800.000 Tonnen, die aus Chile rübergebracht wurden. Und das hier sind jetzt gerade mal 3.000 Tonnen im Jahr, sowas im Dreh rum. Ja. Also das ist schon gut, aber eben noch nicht genug.
Und ja, aber auf jeden Fall konnte damit dann eben die deutsche Kriegsmaschinerie weiter versorgt werden, weil sonst wären die 1915 schon ohne Schießpulver dagestanden. Und ja, dann wäre hier auch das Problem gewesen, dass halt die Lebensmittelversorgung zusammengebrochen wäre, weil eben die Salpeterimporte durch die, waren das damals schon die Alliierten? Hat man die Alliierten? Also Frankreich, Großbritannien und so, die haben hier relativ schnell den Seehandel eben für Deutschland unterbunden. Und das war dann halt hier ein Problem für Deutschland. Ja, die fehlende Munition, also das fehlende Salpeter und damit die Munitionskrise waren auch unter anderem einer der Gründe, warum Deutschland Giftgas eingesetzt hat. Und zwar konnte man damit sich eben Salpeter sparen. Und ja, das ist halt ein bisschen uncool. Und hier gibt's eben auch Verwicklungen von Fritz Haber, der Fritz Haber gilt auch als der Vater des Gaskrieges, da er die ersten Versuche mit Phosgen und Chlorgas dann eben im Ersten Weltkrieg geleitet hat und damit auch den Grundstein gelegt hat für den Gaskrieg und ja auch Leiter der deutschen Gastruppen war und den Einsatz von Giftgas als Massenvernichtungswaffe überhaupt erst ermöglicht hat und dann auch vorangetrieben hat. Das ist kein Name, mit dem ich in den Geschäftsbüchern stehen würde, muss ich dazu sagen. Ja, und also es ist auch interessant, weil der Haber-Bosch-Prozess ja so wichtig ist und dass Fritz Haber, den verbindet man eher damit, dass er was Gutes getan hat, aber dass er hier auch eher so eine unrühmliche Rolle gespielt hat, ist einfach halt auch ein bisschen, spannend. Ich frage mich halt, ob der Krieg vielleicht deutlich weniger lange angedauert hätte, wenn man eben dieses Versorgungsproblem mit Salpeter nicht gehabt hätte. Naja, sie hatten... Nee, gehabt hätte, so. Genau, also sowohl... Also das ist immer ein bisschen die Frage, ne? Weil wenn sie gar keine... Also wenn sie die Versorgung von Anfang an nicht gehabt hätten über den Haber-Bosch-Prozess, dann wäre es vielleicht schneller gegangen. Dann hätten sie aber vielleicht auch schneller noch mehr Gaskrieg gemacht. Und also das stimmt. Ist echt so ein bisschen... keine Ahnung, was da besser gewesen wäre. Auf jeden Fall, also heute können wir froh sein, weil der Haber-Bosch-Prozess eben und das Haber-Bosch-Verfahren eben super ist, um hier eben synthetische Düngstoffe herzustellen und wir einfach eine drastische Verringerung des Guano-Bedarfs dadurch hatten. Und durch die Herstellung von synthetischem Natriumnitrat haben wir eben das Chile Salpeter komplett ersetzt und dann eben hier die Versorgung sichergestellt, ja. Und, ich grätsch da mal kurz rein, gerne. Weil an sich ist das schon super, aber ich komme gleich noch darauf zu sprechen, warum das für uns eigentlich ziemlich schlecht ist im Endeffekt. Okay, bin ich sehr gespannt. Hast du im Vorfeld schon was gesagt gehabt, aber hatte ich irgendwie noch nichts zugehört und hatte ich jetzt auch nicht recherchiert, weil ich mich da jetzt überraschen lassen wollte. Genau. Für die, die noch dabei sind. Ja, gut, wir reden jetzt auch schon wieder eine Stunde, gell? Verrückt. Gut, gut, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, Haber-Bosch-Verfahren. Und ich hatte es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, das Haber-Bosch-Verfahren arbeitet eigentlich damit, dass Stickstoff schon vorliegt. Also klar, zwischendurch hat man auch Luft verwendet und da gab es eben auch nochmal angepasste Prozesse, die dann direkt mit Luft arbeiten konnten. Heute ist es normalerweise so, dass man reinen Stickstoff verwendet und den kann man über das sogenannte Linde-Verfahren gewinnen. Das ist ein Verfahren, das wurde 1895 von Karl von Linden entwickelt. Vielleicht hast du mal Linde als Unternehmen gesehen. Die verkaufen heute noch so Gasflaschen und sowas. Oder Gabelstapler, interessanterweise. das ist ganz cool, weil man da eigentlich nichts dazu braucht, außer Energie. Und dann kann man hier eben Luft verflüssigen und dann hier eben auch Stickstoff rausgewinnen. Und durch diese fraktionierte Destillation dieser verflüssigten Luft, also diesem Linde-Verfahren, kann man Stickstoff mit einer Reinheit von 99,99999% gewinnen, was auch wichtig ist, wenn man es zum Beispiel als Schutzgas einsetzt, dann will man da nicht irgendwie andere Gaspartikel mit drin haben. Und bevor das Linde-Verfahren eingesetzt wurde, beziehungsweise auch teilweise heute noch. Es gibt auch noch mal andere Verfahren, um Stickstoff herzustellen, die teilweise einfach auch günstiger sind, die aber nicht so eine hohe Reinheit haben. Und zwar kann man einfach ein mehrstufiges Absorptions- bzw. Desorptionsverfahren verwenden. Da nimmt man Zeolit und damit kann man Stickstoff bis zu einer Reinheit von 98% herstellen. Oder man nimmt einfach ein Membranverfahren, da hat man dann eine Reinheit von ungefähr 99%.
Ja, oder wenn man Stickstoff im Labor einsetzt, dann kann man entweder einfach flüssigen Stickstoff nehmen. Also eigentlich hat jedes Labor so einen großen Tank außen dran, wo Stickstoff, flüssig Stickstoff drin ist oder flüssig Sauerstoff. Aber man kann es auch einfach selber herstellen, indem man eine wässrige Ammonium-Nitrit-Lösung erhitzt oder aber ein Gemisch aus Ammoniumchlorid mit Natriumnitrit herstellt und dann kann man darüber eben auch kleine Mengen Stickstoff herstellen. Oder aber man macht eine Thermolyse von Natriumacid. Das ist insbesondere sinnvoll, wenn man sehr reinen Stickstoff will, um eben hier eine spektroskopische Analyse oder sowas damit zu machen. Gut, aber das Linde-Verfahren ist eigentlich das Wichtigste, das eingesetzt wird, um hier Stickstoff zu gewinnen. Und da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, wie das genau funktioniert. Nämlich auch interessant. Und zwar als erstes nimmt man die Luft, also Umgebungsluft, komprimiert die sehr stark, also verdichtet die auf ungefähr 200 Bar. Und wenn man die so stark verdichtet, dann erwärmt die sich. Und jetzt kühlen wir die Luft einfach runter und waschen sie auch. Also wir sieben Staub, Lachgas, Kohlenwasserstoffe raus und sowas, alles, was nicht drin sein sollte. Und dann haben wir eben hier eine normal temperierte, sehr verdichtete Luft. Die leiten wir jetzt über eine Turbine und entspannen sie dadurch. Und wenn wir sie vorher verdichtet haben, hat sie sich erhitzt. Und wenn wir sie jetzt wieder entspannen lassen, dann kühlt die sich ab. Ja? Und durch diese Abkühlung verflüssigt die sich fast. Also die kühlt sich kurz bis über den Verflüssigungspunkt ab. Und dann leitet man sie über so ein genanntes Drosselventil. Und hier ist dann so der letzte Kick, wo die Luft dann verflüssigt wird. Das sind dann bei ungefähr minus 170 Grad Celsius, verflüssigt sie sich und liegt dann einfach als Flüssigkeit vor. Und jetzt gibt es einen zweiten Schritt, bei dem man dann eben diese verflüssigte Luft fraktioniert, also aufteilt. Zwar verwendet man hier eine Rektifikationssäule und wer nicht weiß, was das ist, ich habe das auch schon mal in der Episode über Erdöl erklärt. Eine Rektifikationssäule sind eben verschiedene Rektifikationsböden, auf denen man über Destillation verschiedene Schichten auftrennt und hier ist es so, dass man bei ca. 5 bis 6 Bar hier die verflüssigte Luft durchfließen lässt und zwar im Gegenstromprinzip. Also man lässt die verflüssigte Luft von oben nach unten durchfließen und von unten nach oben steigt dein Gas auf, weil eben sich diese Flüssigkeit dann eben auch wieder erwärmt, beziehungsweise eben auch durch die 5 bis 6 Bar kann eben dann auch wieder das in den Gaszustand übergehen. Und man hat hier eben verschiedene Rektifikationsbögen und die Flüssigkeit nimmt auf ihrem Weg nach unten Sauerstoff auf und gibt Stickstoff ab. Und am Ende hat man dann ganz unten flüssigen Sauerstoff und gasförmigen Stickstoff, den man eben einfach abpumpen kann. Und das macht man eben immer wieder. Also das ist ein Prozess, den man immer wieder durchlaufen lässt. Und dann bekommt man hier sehr reinen Stickstoff raus. Ja. Und diesen reinen Stickstoff kann man dann zum Beispiel nochmal verflüssigen, eben über einen ähnlichen Prozess mit verdichten und entspannen lassen. Und hat dann einfach flüssigen Stickstoff und flüssigen Sauerstoff, den man dann einfach in den Tankwagen laden kann und verwenden kann. Und zwar ich habe mal eine Frage, ich habe keine Ahnung, ob du die beantworten kannst, aber hat man dann den reaktiven oder den nicht reaktiven Stickstoff? Der ist soweit, das ist eine gute Frage, ich glaube, es ist einfach nur die N2, also da einfach der elementare Stickstoff, ja, dieses Stickstoffmolekül, das einfach in der gleichen Form praktisch vorliegt, aber einfach nur flüssig ist. Also es ist halt sehr, sehr kalt und dadurch bewegen sich die Moleküle nicht mehr so schnell und deswegen liegt das dann in einer flüssigen Form vor. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann nochmal irgendwie Wechselwirkungen, irgendwie Van der Waals-Kräfte oder sonst. Weiß ich nicht. Könnte sein. Weil zu irgendeinem Zeitpunkt müsste der nicht reaktive Stickstoff ja dann zu einem reaktiven Stickstoff werden. Das würde dann wahrscheinlich im Haber-Bosch-Verfahren passieren. Ich weiß es nicht. Also in dem Moment, wo man Ammoniak daraus gewinnt, das macht man eben unter anderem, weil dadurch dann man das Ammoniak besser verarbeiten kann. Das ist eine Flüssigkeit. Mhm. Die dann auch nicht so leicht oder nicht so krass gekühlt werden muss, wie hier der Stickstoff, damit es eben flüssig bleibt. Wobei der sich auch teilweise selber kühlt, was ganz interessant ist. Aber da hat man dann nicht so die Probleme wie mit dem kalten, flüssigen Stickstoff. Deswegen macht man das und Ammoniak kann man einfach leichter verarbeiten. Ja. Das könnte man dann sagen, ja, dann ist es im Grunde reaktiver Stickstoff, also direkt reaktiver Stickstoff. Naja, sobald der Stickstoff mit irgendwas anderem reagiert, dann ist es... Ja, genau. Ja, okay.
Dann ist es reaktiver Stickstoff. Okay, ja. Deswegen brauchen wir auch den Katalysator bei dem Haber-Bosch-Verfahren, ja. Und da kommen wir dann auch nochmal gleich drauf. Da erkläre ich dann kurz, was für ein Katalysator das genau ist. Bei dem Linde-Verfahren, wer sich da ein bisschen mehr dafür interessiert, der kann einfach mal nach dem Joule-Thomson-Effekt googeln oder sich den anschauen. Und zwar nutzt man den hier, und das ist eben, dass die Temperaturveränderung eines Gases bei einer isenthalpen Druckminderung einfach, das bewirkt, dass man das hier eben auftrennen kann, beziehungsweise dass sich eben so abkühlt. Und beim Haber-Bosch-Verfahren, du hast es gerade eben gesagt, hier gewinnt man eben Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff, und den Ammoniak kann man später besser verwenden. Und der Stickstoff kommt eben aus diesem Linde-Verfahren, und den Wasserstoff muss man aus einer anderen Quelle gewinnen. Ja. Wasserstoff ist ja in der Luft nicht so häufig drin. Und meist nimmt man dafür einfach irgendwie Erdgas oder Erdöl oder Kohle. Und deswegen ist hier auch das Teure am Haber-Bosch-Verfahren eigentlich der Wasserstoff. Also gar nicht mehr der Stickstoff, den kriegt man mittlerweile relativ günstig. Aber bei dem Wasserstoff hat man halt das Problem, dass man den irgendwo über fossile Brennstoffe oder so hergewinnen muss oder aber halt über Elektrolyse herstellen muss, was auch wieder teuer ist. Und um jetzt hier den Ammoniak zu gewinnen, müsste man normalerweise sehr hohe Temperaturen und einen hohen Druck aufwenden. Hier verwendet man aber normalerweise einen eisenhaltigen Katalysator, und damit kann man dann bei einem Druck von 150 bis 350 Bar arbeiten und eben bei einer Temperatur von 400 bis 500 Grad Celsius. Das ist immer noch sehr hoher Druck und sehr hohe Temperaturen, um da im großtechnischen Stil mit zu arbeiten, aber das geht dann schon wieder ein bisschen eher, als wenn man keinen Katalysator hätte. Und aktuell oder 2017, das sind die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, so wirklich belastbare Zahlen, 2017 werden hier 150 Millionen Tonnen Ammoniak hergestellt. Also das ist extremst viel, und es ist damit der wichtigste Prozess in der weltweiten, also gut, Schwefelsäureherstellung kann man nochmal drüber reden, aber die Ammoniaksynthese ist einer der wichtigsten chemischen Prozesse. Und 99% der weltweiten Ammoniakproduktion wird mit dem Haber-Bosch-Verfahren hergestellt. Also da gibt es auch noch andere Verfahren, aber die sind eigentlich nicht wirklich relevant. Und wenn der Stickstoff NH3 ist, dann ist eigentlich auch relativ klar, dass man einen Teil Stickstoff braucht und drei Teile Wasserstoff, um das halt herzustellen. Also man hat N2 plus eben drei H2-Moleküle und kann daraus dann eben NH3 herstellen, oder 2 NH3, um konkret zu sein. Und das ist eine Gleichgewichtsreaktion, also der Ammoniak kann auch wieder zu Stickstoff und Wasserstoff zurücküberführt werden. Und hier nutzt man eben dann das Prinzip von Le Chatelier. Das findet man aber in der Wikipedia nicht, sondern da muss man nach irgendwie Gesetz der irgendwas an, also irgendwas anderes auf jeden Fall googeln, aber das ist eben ein relativ einfaches Prinzip. Das sagt, dass wenn man einen höheren Druck hat, kriegt man eben eine höhere Ammoniak-Ausbeute hier raus, weil man eben dann nur ein Molekül auf der rechten Seite hat, und mit den N2 und 3H2 hätte man 4 Moleküle auf der linken Seite, also 2 Moleküle auf der rechten Seite, und auf der Eduktseite hat man 4 Moleküle, und deswegen ist es hier sinnvoller, dass es eben, also ganz grob gesagt, so. Ja, ist ja auch nicht wichtig, wir sind ja kein Chemie-Podcast. Mein Chemielehrer war stolz, wenn er mich in so einem Podcast hören würde. Ja, meiner nicht, weil ich wahrscheinlich jetzt alles irgendwie komplett hinters Förderst erklärt habe. Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und ich bin froh, dass du es erklärt hast. Ja, also ich habe das auch alles mal im Studium gehabt, Le Chatelier, das Prinzip und wie man so einen chemischen Reaktor berechnet. Aber gut, das war sogar echt interessant, aber das war dann auch schon, war cool, aber da müsste ich mich nochmal mehr einlesen. Und naja, so viel Bock macht es dann doch nicht. Ich finde, du hast das gerade sehr souverän erklärt. Okay, danke. Wenn ich es so verstehe, dann hast du das gut erklärt. Sehr gut. Wenn du das ist mir das Wichtige, ja, weil die Leute, die es schon wissen, die muss ich ja nicht abholen, die wissen es ja schon, sondern ich muss die abholen, die es nicht wissen. So. Und, ja gut, diese Gleichung war mir, glaube ich, zu hoch, aber das können sich die Experten dann ja noch aufschreiben und ja, das lernen. Ist auch Basics, das lernt man im Chemiestudium oder so. Und, Ja. Und man kann hier nicht nur einen Eisenkatalysator nehmen, um diesen Prozess zu machen. Und das ist jetzt in den letzten Jahren, gab es da ganz viele unterschiedliche Versuche, wie man das machen kann. Zum Beispiel Eisen-Kobalt-Katalysatoren, weil die Eisenkatalysatoren muss man manchmal auch austauschen, weil die sich halt doch auch abnutzen mit der Zeit. Und da hat man dann verschiedene andere Katalysatoren ausprobiert. Mittlerweile verwendet man auch gerne so Ruthenium-basierte Katalysatoren, die dann auf verschiedenen Trägermaterialien aufgebracht werden. Und 1992, seitdem gibt es diesen Ruthenium-Aktivkohle-Katalysator, der hier eine Weiterentwicklung ist.
Der wird auch genannt der weiterentwickelte Ammoniakprozess nach Kellogg, Brown und Root, KAAP. Und hier gibt es noch andere Versuche, das zu machen. Unter anderem auch aus dem Grund heraus, dass diese Lizenz für diesen Prozess immer noch bei BASF liegt oder lag. Und man dann halt versucht hat, hier diese Lizenzgebühren zu vermeiden. Und dann musste man dafür ja einen anderen Prozess entwickeln und einfach einen anderen Katalysator verwendet, der halt leicht anders war und konnte sich damit dann eben das Geld sparen, dass man hier dann an BASF hätte zahlen müssen ansonsten. Ja. Hoher Druck und hohe Temperaturen bedeutet aber auch, man verwendet hierfür viel Energie. Und zwar sind das 2% des weltweit gewerblichen Energiebedarfs, der geht für die Ammoniaksynthese drauf. Und das ist jetzt schon nicht wenig. Also das ist schon ordentlich. Das ist sehr viel, ja. Genau, so. Ja, was mir jetzt gerade auffällt, ich habe oben die ganze Zeit von Chilesalpeter und Kalisalpeter und Natriumnitrat und sowas geredet. Und wer jetzt verwirrt ist, ihr habt das volle Recht, verwirrt zu sein, weil das habe ich nicht unterschieden. Ist vielleicht noch wichtig, vielleicht hätte ich das auch ein bisschen früher machen sollen. Und zwar gibt es zwei Salpeterarten. Ja, das ist ganz interessant, weil wenn man von Salpeter redet, dann dachte ich immer so, ja, ist immer das Gleiche. Nee, ist es nicht. Es gibt einmal Chilesalpeter und einmal gibt es Kalisalpeter. Chilesalpeter ist Natriumnitrat und das ist so das wichtigste vorkommende Nitrat und eben, wie schon gesagt, dass das in Chile auch abgebaut wurde mit den ganzen Kladderadatsch hinten dran, Erster Weltkrieg, Salpeterkriege und so weiter. Das Mineral, das dort abgebaut wird, ist Nitronatri oder sowas, bin mir nicht mehr sicher, wie es genau heißt, und kommt eben vor allen Dingen in Chile vor, in der Atacama-Wüste und ja, da gibt es auch noch Unternehmen, die das bis heute abbauen, aber die Produktion ist halt immer weiter rückläufig, seit 2005 jetzt auch rückläufig und 2009 wurden hier nur noch 1,05 Millionen Tonnen abgebaut, bei Reserven, die immer noch 110 Millionen Tonnen betragen und Ressourcen, die 120 Millionen Tonnen betragen, also hier könnte man auch noch ein bisschen weitermachen, so 100 Jahre. Genau, also die Reichweite der Reserven, der Ressourcen wäre hier ungefähr 100 Jahre. Es gibt auch noch andere Vorkommen, eben hatte ich auch schon gesagt, so Ägypten, Kleinasien, Kolumbien und Kalifornien, die haben da so verschiedene Vorkommen, wo das teilweise auch noch abgebaut wird, aber eben nicht mehr so wichtig ist. Das andere Salpeter ist das Kaliumnitrat, das Kalisalpeter, das auch als Bengalsalpeter oder Salniter bekannt ist. Und das ist das, was wir dann auch in Deutschland eben aus Böden und Zementwänden rausgelöst haben, eben über diese Salpeterkocher. Ja. Also das waren chemisch unterschiedliche Substanzen, aber wurden ja, mit dem gleichen Einsatzzweck waren beide eben auch gute Sauerstofflieferanten und kann man eigentlich beides ähnlich verwenden. Ja, ist so ähnlich wie bei Seife, da gibt es ja auch auf Kaliumbasierende Seifen und eben auf Natriumbasierende Seifen. Die eine davon ist flüssig, die andere ist fest, aber im Endeffekt machen sie beide sauber. Und ähnlich ist es hier. Das habe ich noch einen kleinen Fun-Fact. Und zwar, als ich noch so ein ganz kleiner Junge war und so eine Phase hatte, wo ich Chemie voll cool fand und dann auch mein Papa mir so mal gesagt hat, so, hey, hier, man kann übrigens auch Schwarzpulver selber herstellen. Und ich so eine Faszination. Dann, da hatte er dich. Ja, genau. Und ich so eine Faszination für Böller hatte, dachte ich mir so, okay, das muss ja irgendwie ganz einfach sein. Man reibt hier einfach ein bisschen Kohle. Kohle kriegst du ja überall, ja. Mit ein bisschen Salpeter zusammen und ein bisschen Schwefel. Und Schwefel kriegt man halt irgendwie auch her, ne. Also, ja, zumindestens wenn man einen coolen Chemielehrer hat. Und dann dachte ich mir so, brauche ich nur noch Salpeter? Wo kriegt man Salpeter her? Und es ist gar nicht so leicht, Salpeter einfach so auf dem freien Markt zu bekommen. Aber es gibt ein lustiges Buch, das ich nie besessen habe, aber das mal in irgendeiner Bibliothek rumlag. Wie kann man, also irgendwie 101 Wege, um Salpeter herzustellen. Man kann das zum Beispiel aus Kuhkacke rauskochen. Aber das habe ich nicht gemacht. Sag mir bitte, dass du das gemacht hast. Nee, habe ich nicht gemacht. Heute bereue ich es ein bisschen und ich finde das Buch auch nicht mehr. Also wenn das einer von den Hörern findet, schickt es mir mal, dann probiere ich das aus. Wie alt warst du denn damals? Zu alt. Ich glaube, ich war, wie alt war ich denn? 11, 12, 14? Ach, das geht doch. Nee, das war 11, 12 sowas. Also irgendwas um den Dreh rum auf jeden Fall. Und total beeindruckend, dass du dich in dem Alter damit beschäftigt hast. Ja, auch über die Schule halt so hatte ich immer so ein Faible dafür. Und dann auch, als ich dann 5., 6., 7. Klasse kam, da habe ich auch ein bisschen Chemiewettbewerb mitgemacht und so. Aber auf jeden Fall, ich wollte damals halt Schwarzpulver herstellen und da gab es eben bei uns eine neu gegossene Zementwand und da hat sich dann eben auch über die Zeit so ein weißer Schleier drauf abgesetzt. Da habe ich auch versucht, den im Vorgarten zusammenzukratzen und damit was zu machen. Aber waren irgendwie 3, 4 Körnchen, hat dann natürlich nicht funktioniert, ne, ist klar, weil irgendwie auch total verunreinigt. Und ich wusste halt auch nicht, dass ich das nochmal aufbereiten muss. Aber fand ich irgendwie ganz lustig, ja. Ja. Ja, total cool auch. Also mein Interesse für das Thema kam so ungefähr mit 19. Also du warst da schon ganz gut früh dran.
Naja, gut, dafür interessiere ich mich. Also, ja, Chemie finde ich immer noch cool, aber habe ich jetzt nicht so viele Berührungspunkte außerhalb von diesem Podcast. Leider, sonst würde ich mir auch besser auskennen. Ja. Naja, anyhow. Kaliumnitrat ist eben auch das, was heute dann so... nee, Moment, jetzt muss ich es richtig erklären. Ja, doch, das, was jetzt auch irgendwie noch keine Bedeutung mehr hat, aber es gibt noch Vorkommen, die von wirtschaftlicher Bedeutung sind, zum Teil zumindest. Die sind vor allen Dingen in China und Südostasien. Und ja, hier wird oder wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen durch Auslaugung von Böden um die 10.000 Tonnen Salpeter jährlich gewonnen. Und ja, das ist eigentlich nicht mehr ganz so wichtig, aber wird immer noch teilweise gemacht. Und ja, was ich vorhin auch vergessen habe, die sogenannte Salpetersäure wird eben auch basierend auf Salpeter hergestellt. Also das gibt es einen synthetischen Prozess, mit dem die Salpetersäure hergestellt wird. Eine weitere Grundchemikalie, die sehr relevant ist. Und nochmal... Wofür wird die Salpetersäure genutzt? Oh, die wird für ganz viele chemische Verfahren verwendet. Überall, wo du auch eine Säure brauchst, kannst du Schwefelsäure, Salpetersäure oder sowas nehmen, ja. Ah, okay. Also die ist da schon, ja, kann dir jetzt gar nicht so konkret sagen, aber sie ist in ganz vielen Prozessen mit drin. Mir fällt jetzt nur gerade keiner ein. Das ist so eine Säure, die habe ich schon 20 Mal gehört, aber ich dachte mir, ich frage jetzt einfach mal. Ja, aber cool. Hast du auch recht. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht im Kopf, wo sie genau eingesetzt wird, muss ich sagen. Vielleicht fällt es mir noch mal ein. Zeitsprung, Folge 157, das ist die Folge über Salpeter, also gerne anhören, dann erfahrt ihr noch mal mehr. So, und jetzt haben wir eigentlich schon angefangen und ja, Veredelung, Raffination und Verwendung, ich teile den Podcast normalerweise immer so gerne auf, ja, haben wir jetzt schon besprochen, wie Ammoniak hergestellt wird, also das ist eines der Produkte, das aus Stickstoff hergestellt wird, ja, Ammoniak ist aber selber halt auch ein Edukt, aus dem ganz viele Produkte dann hergestellt werden. Durch diesen Ammoniak wird Salpeter ersetzt, wobei ja eigentlich nicht direkt, weil es ja ein anderer Stoff ist, also Salpeter brauchen wir immer noch, aber kann das dann eben auch synthetisch herstellen. Und jetzt hatte ich gerade schon Salpetersäure angesprochen, der Prozess, um Salpetersäure herzustellen, wurde 1902 entdeckt, das ist das sogenannte Ostwald-Verfahren und über dieses Ostwald-Verfahren kann man aus Ammoniak eben Salpetersäure herstellen und die dann weiterverwenden. Weitere Stickstoffverbindungen, die relevant oder wichtig sind, ist eben, wie schon gesagt, das Düngemittel, also Kalkstickstoffe oder Calciumcyanamide und Sprengstoffe. Ja, also man kann es nicht nur für irgendwie Schwarzpulver verwenden, sondern man kann da auch Nitroverbindungen oder Salpetersäure-Ester-Sprengstoffe draus herstellen. Einer der bekanntesten ist Ammoniumnitrit, den ich niemals besitzen wollte und verwenden wollte. Kann man dann mit verschiedenen Diesel und sowas mischen und dadurch Bomben basteln. Macht's nicht, sonst kommt die Polizei und verhaftet euch als Terrorist. Ammoniumnitrit ist ein Dünger, den man eben auf Bauernhöfen bekommt. Und wenn man davon zu viel kauft, dann wird man auch besucht von einer nicht ganz so freundlichen Türeintreter-Polizei. Genau, ja. Ich glaube, irgendwann in einem Tatort letztens war das, glaube ich, sogar. Ja, okay. Sehr informativ. Ja, okay, gut, dann lernt man im Tatort doch nochmal, wie man Bomben baut. Haben sie ja lange nicht mehr gemacht. Was man auch verwenden kann, was man heute aber nicht so oft bekommt, aber hast du Inglourious Basterds gesehen? Kann man jetzt mal direkt fragen? Ja, habe ich. Ja, und die fackeln noch so ein Filmstudio ab, ne? Weißt du noch, womit die das machen? Ja, genau. Ja. Nee, weiß ich nicht mehr. Okay. Aber ich erinnere mich noch an das Theater danach. Ja, genau. Und zwar haben die dort die Filme genommen und haben die hinter der Leinwand aufgestapelt. Ach, genau, ja, und das sind Zelluloid-Filme gewesen, die aus Nitrocellulose bestehen. Und ja, diese Nitrocellulose ist halt hochbrennbar und super schnell brennbar und ja, also die explodiert jetzt nicht direkt, weil sie halt zu wenig Nitrogruppen dafür hat, aber verbrennt sehr schnell. Manchmal explodiert sie auch. Und wenn das passiert, dann ist es halt sehr uncool, weil dann halt deine ganzen Filme auf der einen Seite weg sind und das Gebäude außenrum normalerweise auch. Deswegen gibt's noch alte Archive, die diese Nitro-Filme einlagern, aber die müssen halt super gut gesichert werden, damit die halt nicht in die Luft fliegen. Und da gab's so Im besten Fall nimmt man ein paar Nazis mit in den Tod. Ja, okay, in dem Film, okay, ja, gut. Also, ja, nicht so der Freund davon, irgendjemanden zu töten, aber ja, in dem Fall war das wohl so. genau. Ja, und ja, die werden heute besonders gesichert, aber es gab auch früher halt so Filmlager oder so, wo das nicht so gut gesichert wurde und dann konnte das an einem heißen Tag schon mal abfackeln. Oh. Jo.
nicht so gut. Das ist ein super cooler Funfact, den man so aus dem Ärmel schütteln kann, wenn man den Film gerade guckt. Ja, das stimmt. Gerade auf, das muss ich mir definitiv merken. Ja, merkt ihr das und geht damit jeden auf dem Sack, dem du das erzählst, wenn der Film läuft. Genau. Gute Idee. Und dann sage ich denen, wenn ihr mehr Infos darüber erfahren wollt, dann hört euch doch den Podcast Ressourcen-FM an. Genau. Ja. Oder aber du kannst das auch machen, wenn du das nächste Mal im Nagelstudio bist, weil Nagellack auch aus Zelluloid, zumindest das früher bestand. Ich glaube, Tischtennisbälle bestehen seit 2004 nicht mehr aus Zelluloid. Aber man konnte nämlich aus einem Tischtennisball und ein bisschen Alufolie auch eine Rauchbombe basteln. Und ich glaube, jetzt höre ich mal auf, weil sonst kriege ich bald Besuch von der Polizei. Ja. Nee, also da gibt's schon, da gab es einige Einsatzzwecke dafür, aber mittlerweile hat man da was anderes verwendet. Aber nicht nur für sowas verwendet man Stickstoff, sondern man kann das auch als das Gas selber verwenden. Und zwar, was ich total interessant fand, ist, dass die Flugzeugreifen mit Stickstoff gefüllt sind. Mhm. Ja. Und warum gerade die? Fand ich voll witzig, weil die Flugzeuge so schwer sind, wenn die landen, haben die so eine Hitzeentwicklung an dem Reifen, dass wenn da Sauerstoff drin wäre, dann würden die sich sofort von innen selber entzünden, weil die halt so viel Reibung haben. Ach, okay. Und deswegen packt man da eben hier Stickstoff rein. Und ja, ein netter Nebeneffekt ist, dass es auch noch leichter und deswegen sparen sie eben da auch nochmal Kerosin. Also fand ich auch irgendwie witzig. Und deswegen verwendet man da Stickstoff drin. Und dann gibt's noch so andere Situationen, wo man es einsetzt. Also als Schutzgas, das habe ich vorhin schon gesagt, so in Glühlampen, beim Schweißen ist es auch als Schutzgas eingesetzt, um eben vor Korrosion und Oxidation zu schützen, weil es eben den Sauerstoff verdrängt und eben so wenig reaktiv ist. Oder Lebensmittel sind dann auch manchmal mit Stickstoff gefüllt, damit da eben keine Oxidation drin stattfindet. Für die Brandbekämpfung kann man es einsetzen. Das sind so Gaslöschsysteme für Bibliotheken oder sowas. Ich glaube, in Illuminati wurde da ja auch wurde die Bibliothek im Vatikan auch mit Stickstoff, glaube ich. Genau. War es Stickstoff? Ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall mit, für die Brandbekämpfung. Mit irgendeinem nicht brennbaren Gas, richtig, ja. Oder halt als Treibgas ist es der Lebensmittelzusatzstoff E941. Und wenn man so eine Sprühflasche oder sowas hat, dann ist da oft eben auch Stickstoff drin als Treibgas. So, jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Du trinkst doch Bier, oder? Oh, leider nicht so gern. Nee, okay, aber Guinness? Also so, das ist mir zu bitter. Okay, aber Guinness ist mir viel zu bitter. Ja. Okay. Nee. Okay, blöd. Warum? Ja, weil Guinness-Bier, normales Bier wird ja mit CO2 halt aufgeschäumt. Also da ist CO2 drin, damit das so prickelt. Und bei Guinness-Bier ist das kein CO2, sondern da verwendet man dafür Stickstoff. Und dadurch kriegt das dann so ein schaumig, also dieser Schaum obendrauf ist dann nicht so erfrischend, sondern der ist so richtig dicht mit so ganz kleinen Bläschen und bleibt auch relativ lang drin. Der macht einen guten Bart. Genau, richtig. Genau, und das kommt daher, weil man da halt Stickstoff dafür nimmt und das dann mehr so cremig wird. Ja. Und bei so einem Eislatte-Dings da Getränk, was man beim Starbucks manchmal bekommt, das werden die auch manchmal mit Stickstoff gemacht. Ein Frozen, Cold, Coffee, keine Ahnung was. Ja, ist nicht meine Welt. ja? Mir ist gerade eingefallen, ich glaube, ich habe noch eine Nutzung für Stickstoffgas im Kopf. Nämlich, ich habe ja am Anfang darüber geredet, dass beim Tauchen Stickstoff eine relativ interessante und wichtige Rolle hat. Und liegt daran, dass wenn man, sagen wir mal, 10 Meter unter Wasser ist, dann atmet man pro Atemzug ja mehr Luft ein, also auch mehr Stickstoff. Und dieser Stickstoff lagert sich in unseren Körperzellen ab. So, das Problem ist, dass wenn man dann zu schnell hochgeht, dass diese große Menge an Stickstoff zu schnell aus unseren Zellen entweicht und dann können Nervenschäden entstehen. Und um das zu verhindern, wird beim Tauchen Stickstoffgas quasi aus der Luft entzogen und mehr Sauerstoff mit reingepumpt, damit man eben diesen negativen Effekt vom Stickstoff nicht mehr hat. Ah, okay. Ich dachte, mir passt gerade irgendwie auch ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste, dass das Stickstoff im Blut eben dann sehr stark gelöst vorliegt. Und umso tiefer man ist, umso mehr kann dann eben da gelöst vorliegen. Und wenn man dann auftaucht, dann perlt das aus und kann dann eben da auch anfangen, wie so zu blubbern Genau, wie als ob man so eine Sprudelflasche aufdreht und die den Druck da anpasst, ja. Ich glaube, das will man nicht im Blut haben. Oh, nee, ist sehr schmerzhaft. Ich war zum Glück noch nie dabei, als es passiert ist. Aber ich bin jetzt Dive Master. Das ist irgendwie so eine Stufe unter Tauchlehrer sein oder Lehrerin. Und wir haben das schon so ein paar Videos und Fotos gesehen, wie das dann aussieht und wie das schmerzt, wenn das passiert. Wünsche ich natürlich keinem. Nee, ist echt nicht so cool, ja.
Okay, also Videos also, und wir brauchen Stickstoff, aber auch in Maßen. Richtig, ja, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, komm mal wieder zu was Schönem. ja. Weil was ich auch interessant fand, ist bei dem Guinness-Bier, wenn man das eben aufschäumt, dann geht das halt, dass man das an so einer Zapfanlage macht, indem man da einfach eine Stickstoffflasche nimmt. Jetzt gibt's aber auch Guinness-Dosenbier und ich habe mich da immer gefragt, wie macht man das da? Mhm. Ja, weil das ist ja irgendwie echt ein bisschen unpraktisch, da irgendwie Stickstoff reinzupacken, weil bei CO2 nimmt man halt Kohlensäure und das blubbert dann halt aus. Und bei Stickstoff habe ich mich gefragt, so, damit man jetzt ja keine Salpetersäure reinpacken, ja, also auch wenn das würde nicht funktionieren. Aber es ist so, dass bei dem Guinness-Dosenbier ist wohl eine Kugel drin, die dann beim Öffnen eine Dose aufplatzt und Stickstoff rauslässt und dann fängt das erst an zu perlen. Und, ach. Ja, also da haben sie sich echt was überlegt, damit man sein Dosenbier auch trinken kann. Ja, ja. Also fand ich irgendwie noch witzig. Ich glaube, ich bin mal an Guinness, mir fällt gerade ein, ich weiß auch nicht, warum mir das einfällt, aber ich bin mal an der Guinness-Produktion vorbeigelaufen. Ist die in Dublin? Ich habe keine Ahnung, wo das produziert wird, muss ich gestehen. Ich bin selber auch gerade irgendwie habe ich gerade so Flashback-Bilder bekommen von so einer riesigen Produktionshalle und es hat richtig stark nach Guinness gerochen da. Ich träume heute bestimmt von Guinness. Danke, Martin. Ja, gern geschehen. Ja, aber es ist ja bei den ganzen irischen Bieren so, dass die halt, oder nicht bei allen, aber bei den meisten ist es so, dass die dann eben mit Stickstoff aufgeschäumt werden, damit die, oder wie nennt man das dann, aufschäumen? Ja, nennen wir es aufschäumen, damit die eben da so einen feinen Schaum haben. Ja. Genau. Ja, aber es gibt auch noch andere Einsatzzwecke und zwar eben, wenn man schon flüssigen Stickstoff hat, der sehr kalt ist, dann kann man den auch einfach als Kältemittel verwenden. Stickstoff hat einen sehr niedrigen Siedepunkt und das eignet sich deshalb gut als Kühlmittel. Und zwar dadurch, dass der einen niedrigen Siedepunkt hat. Wenn der Stickstoff einfach als Flüssigkeit vorliegt, dann hat er oben, dann raucht er immer so ein bisschen. Und zwar ist das die Verdampfung von diesem Stickstoff und dadurch, dass er verdampft, entzieht er seiner Umgebung auch wieder Wärme, also Verdampfungswärme, und kühlt dann eben alles außenrum so lange, bis halt der gesamte Stickstoff verdampft ist. Und ja, das hat einfach den Vorteil, dass halt Stickstoff in seiner Gasform eigentlich nicht wirklich gefährlich ist. Wenn man jetzt Sauerstoff nehmen würde, ist halt reiner Sauerstoff, ist halt hochbrennbar. Und ja, bei flüssigem Sauerstoff ist es auch so, dass dort der Siedepunkt bei minus 83 Grad Celsius liegt und der von flüssigem Stickstoff ist nochmal um 13 Kelvin oder Grad niedriger. Und der siedet dann eben erst bei minus 196 Grad Celsius. Und ja, dadurch bringt dann eben auch der flüssige Stickstoff Sauerstoff, also Luftsauerstoff und andere Gase zum Kondensieren, die dann eben auch dadurch getrennt werden können. Also man kann mit flüssigem Stickstoff dann auch im Labor zum Beispiel Luft trennen oder kondensieren. Auch wenn das irgendwie, ja, jetzt erstmal keinen großen Sinn macht, aber klar, in einem Labor baut man sich jetzt nicht einfach mal so einen Haber-Bosch-Prozess auf, ja. Beziehungsweise keinen Haber-Bosch-Prozess, sondern einen Linde-Prozess baut man sich jetzt nicht einfach mal so irgendwo hin. Genau, du hast jetzt vorhin auch irgendwas, du hast irgendwas von Stickstoffkrise erzählt. Genau. Das interessiert mich. Wir wollten ja eigentlich zu einem schöneren Thema kommen, aber ich habe jetzt leider ein Thema, was mich persönlich echt ein bisschen genommen hat. Genau, wir haben ja gerade schon ein bisschen, also wir haben sehr viel über Stickstoff gehört. Wir haben die technischen Eigenschaften, die technischen Verfahren kennengelernt und auch so ein bisschen erfahren, wofür das alles genutzt wurde. Und allein schon der Fakt, dass es für viele militärtechnische Zwecke eingesetzt wurde, hat mir so einen kleinen Bumper gegeben, muss ich sagen. Aber im Gegensatz zu dem, was jetzt gleich kommt, ist das eigentlich gar nicht so schlecht, gar nicht so schlimm gewesen. Okay. Ich habe ja am Anfang schon ein bisschen angesprochen gehabt, dass es bisher eigentlich immer nur eine begrenzte Anzahl oder eine begrenzte Menge von reaktivem Stickstoff auf unserem Planeten gab. Dadurch, dass durch das Haber-Bosch-Verfahren Düngemittel fast wie Sand am Meer verfügbar war, führt das jetzt zu einer Nährstoffübersättigung und Versauerung von unseren Ökosystemen. Diese Nährstoffübersättigung nennt sich auch Eutrophierung. Das hat vielleicht jemand von euch schon mal gehört. Das führt dazu, dass Biodiversität verloren geht. Das heißt, vor allem Pflanzenarten, die sich auf stickstoffarme Böden spezialisiert haben, wie zum Beispiel Blaubeeren, haben jetzt einen evolutionären Nachteil. Das passiert auch in streng geschützten Wäldern. Also ein Naturschutzgebiet da aufzubauen, bringt da eigentlich gesagt auch nicht so viel.
Man spricht da auch von der, Achtung, McDonaldisierung der Wälder. Martin, hast du irgendeine Ahnung, was das heißen könnte? Nee, keine Ahnung. Also, wenn man auf Reisen geht, dann gibt es ja gefühlt kein Land, in dem es kein McDonald's gibt. Mhm, ja. Und dann geht man da, sag ich mal, in Chile oder Bolivien in den McDonald's rein und es gibt das gleiche Menü wie bei uns in Deutschland. Außer den McFish, den gibt es in Deutschland, aber ja. Der Experte hat gesprochen. Nee, ich mag den nicht. Naja, und unter der McDonaldisierung der Wälder versteht man eben, dass es in den Wäldern der ganzen Welt eine Angleichung gibt, eine Homogenisierung der Pflanzenarten. Spezialisten wie die Blaubeere oder der Klee, die findet man irgendwie einfach viel weniger, seit es das Haber-Bosch-Verfahren gibt. Okay, krass. Das ist nicht nur traurig für Biologen, die Pflanzen toll finden, sondern es hat auch total viele Wirkungen für uns. Die Pflanzen, die sich darauf spezialisiert haben, Stickstoff schnell aus dem Boden zu ziehen und einfach wild durch den Wald zu wuchern, haben jetzt einen totalen Vorteil, weil die sparsamen kleinen Pflanzen einfach weggedrängt werden. Aber außer dem Verfall der Biodiversität gibt es noch andere negative Aspekte, die mit der Überdüngung unseres Planeten einhergehen. Nämlich gefährden die Auswaschung von Nitrat die Qualität des Trinkwassers. Und ich meine, du hast ja eben schon angesprochen, warum Nitrat für unseren Körper jetzt nicht immer unbedingt das Beste ist. Und das aus dem Trinkwasser rauszuholen, ist aufwendig und nicht immer für alle möglich. Ich glaube, das wollte ich erklären, aber ich habe es nicht erklärt, fällt mir gerade auf. Ach, hast du es noch nicht erklärt? Nee. Möchtest kann ich aber kurz erklären? Machen, ja. Und zwar, also es ist immer so die Frage Nitrat und Nitrit. Also wer ein Aquarium hat, der kennt das, ja. Da hat man immer das Problem, beide müssen im gleichen Lot stehen, ja. Und Nitrat ist so das, was halt, ja, Mist ist oder was halt irgendwie dann auch entsteht oder was man halt auf den Äckern ausbringt. Und das Nitrat wird dann von verschiedenen Bakterien und Mikroorganismen zu Nitrit umgesetzt. Und das Nitrit ist für den Menschen nicht so gesund, wenn wir es in großen Mengen zu uns nehmen. Und zwar senkt das eben die Fähigkeit des Körpers, Sauerstoff aufzunehmen oder Sauerstoff zu transportieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann das bei kleinen Kindern dann auch zu Problemen mit der Sauerstoffversorgung führen. Und deswegen muss man bei kleinen Kindern insbesondere darauf achten, dass das Wasser, das man denen gibt, eine niedrige Nitrit- und Nitratbelastung hat. Bin mir jetzt wieder nicht sicher, ob ich es verwechselt habe. Auf jeden Fall ist es uncool, das drin zu haben. In unserem Leitungswasser ist es eher kein Problem, weil wir es uns halt leisten können, das rauszumachen. Also wir haben eigentlich überall in Deutschland 100% gutes Leitungswasser. Problematisch ist es halt insbesondere auch für andere Länder, die halt nicht so viel Geld aufwenden können, um ihr Wasser sauber zu halten und da eben das rauszufiltern. Und vor allen Dingen ist es halt auch wieder, man muss halt das wieder tun und das ist halt auch wieder ein Stein, wo man halt wieder irgendwas zurechtrücken muss, was eigentlich nicht sein müsste, ja. Und vor allen Dingen die Fische, die können das halt nicht machen. Die haben jetzt nicht immer eine Kläranlage oder sowas um die Ecke, sondern die haben da halt wirklich die Probleme damit. Und das, was du gesagt hast, Eutrophierung und Versauerung ist dann halt da uncool. Da habe ich auch ein kleines Beispiel. Ich wohne ja in Münster und in Münster gibt es den schönen Aasee. Hast du schon mal davon gehört? Ja, von dir. Du hast mir mal erzählt, dass du da was dazu erzählen möchtest. Aber ansonsten habe ich dann nie gut. was davon gehört. Also als ich als Erste hier hingekommen bin, dachte ich mir so, oh, cool, ein See mitten in der Stadt und habe mir schon ausgemalt, wie ich da im Sommer reinspringen würde. Aber nee, geht nicht, Badeverbot. Und zwar, weil da ganz viele Blaualgen drin sind. Wer es nicht weiß, Blaualgen sind, die können starke Reizungen an der Haut verursachen. Und die gibt's da drin so viel, weil durch die Düngung im Münsterland ganz viel Nitrat, glaube ich, in das Wasser gelangt und zum Beispiel in die Aa, das ist hier so ein kleines Flüsslein, ein Bächle, der dann auch in den Aasee fließt und deswegen sammeln sich ganz viele Blaualgen da an, die wandeln den Stickstoff in Ammonium um. Außerdem, wenn diese Blaualgen, das sind Cyanobakterien, wenn diese Massen an Cyanobakterien mikrobiell abgebaut werden, dann verbraucht es sehr viel Sauerstoff. Mhm. Das heißt, zu dem Ammonium kommt dann noch dazu, dass der Sauerstoffgehalt im Aasee extrem niedrig ist. Und das führt dann regelmäßig dazu, dass die ganzen Fischbestände da sterben. Also ich weiß noch, wie 2018 die komplette Stadt nach totem Fisch gestunken hat, weil
der Sauerstoffgehalt da so niedrig war, dass die allesamt gestorben sind. Dazu kommt, dass irgendwie jedes Jahr irgendwelche Hunde sterben, weil sie zu viel vom Aaseewasser getrunken haben. Und das kommt alles wegen der Überdüngung im Münsterland. Und das heißt, das sind nicht nur so Folgen, die man fernab irgendwo beobachtet, sondern halt auch hier bei mir direkt vor der Tür in Münster. Aber leider ist die Liste der negativen Folgen von der Überdüngung der Welt noch nicht zu Ende, weil Lachgas führt, also Lachgas, du hast ja eben ganz am Anfang gesagt, Lachgas wird zum Beispiel im Verkehr viel eingesetzt, vor allem, ja, wie war das, um Autos schneller zu machen? Irgendwie ja, sowas? Also viel eingesetzt wird es nicht. Ich glaube, das ist sogar illegal, das zu verwenden, aber das ist so Lachgaseinspritzung und das hat man eigentlich dann nur, wenn man Autorennen fährt, vor allen Dingen illegale, also NO2, aber das entsteht eben auch bei verschiedenen Prozessen. Ich glaube, es entsteht auch beim Auto teilweise bei dem Verbrennungsprozess. Ja, überall, wo Lachgas entsteht, wird es eben auch emittiert und das schädigt unsere Ozonschicht. Feinstaub ist schlecht für die menschliche Gesundheit und diese gasförmigen Stickstoffverbindungen sind eben Vorläuferstoffe von bodennahem Ozon und sekundären Feinstaub, was für die menschliche Gesundheit nachweislich sehr schädlich sein kann. Dazu kommt, dass Stickstoffoxide, die ja auch im Verkehr produziert oder emittiert werden, nachweislich Atemwege schädigen und somit eben auch der menschlichen Gesundheit echt nicht gut tun. Ja, das ist, finde ich, eine ziemlich lange Liste, die mir einen kleinen Knoten in den Bauch gesetzt hat, weil das sind so Biodiversität und alles, das sind Sachen, da weiß man, das ist nicht ganz folgenlos. Also Biodiversitätsverlust. Bist du ein bisschen beunruhigt davon? Ne? Genau, ja. Also ja, ich habe teilweise in der Arbeit damit zu tun, weil sich die Banken so langsam eben auch nicht nur mit dem Thema Klimawandel beschäftigen, sondern so das nächste Thema, auf das man zugeht im Sustainable Finance Bereich, eben auch das Thema Biodiversität. Das gab es vor ein paar Jahren schon mal oder Jahrzehnten schon mal. Und so langsam kommt es halt auch wieder in den Fokus, weil halt der Verlust von Biodiversität auch immer mit einer Instabilität einhergeht. Ja. Ich meine, exakt. Wir haben ja bei unserer Landwirtschaft das Problem, dass wir von den, also es gab ja früher mal irgendwie tausende von unterschiedlichen Getreidesorten und mittlerweile sind es irgendwie unter 20, die wir großindustriell anbauen und das ist halt einfach gefährlich, weil wenn da halt irgendwie ein Schädling sich groß ausbreitet, der genau auf eine dieser Pflanzen geht, dann haben wir halt ein Problem. Ja, ist ja das Problem bei der Honigbiene, dass es halt eine einzige Art ist praktisch, Speziesart, weiß ich nicht. Weil wie die Unterscheidung war, aber es ist ja eine einzige eben und deswegen ist die so anfällig auch gegen die Maroa, gegen diese Milbe auf jeden Fall und Varroa-Milbe heißt sie, glaube ich. Und das hast du halt an vielen Ecken und wenn jetzt halt auch das die Natur, sage ich mal, immer weniger Biodiversität hat, dann wird sie halt auch instabiler und anfälliger und insbesondere durch den Klimawandel bedingt sich das ja dann auch gegenseitig, weil wenn du halt weniger Biodiversität hast, dann hast du wieder weniger Resilienz gegenüber dem Klimawandel und der Klimawandel sorgt wieder dafür, dass es weniger Biodiversität gibt und so weiter. Also das habe ich schon mal mitbekommen, fand das auch irgendwie krass und auch halt, dass Deutschland da einer der größten Verseucher ist, sage ich mit, weil wir halt sehr viel tierisches CO2 haben, tierischen Stickstoff haben in Form von Gülle und weil wir halt sehr viel Massentierhaltung haben, ja, und viele Länder. Da komme ich gleich noch zu. Achso, okay, sorry, wollte ihr jetzt nicht vorgreifen. Kein Problem. Ja. Aber es passt gleich ein bisschen thematisch besser. Nämlich wollte ich erstmal kurz, also du hast es gerade schon angesprochen, Klimakrise, Klimaerwärmung, das sind so Red Flags, die bei jedem auftauchen. Jeder weiß, okay, das ist super, das ist ein großes Thema, da muss die Politik dran arbeiten, weil es eine große Bedrohung für die Generation der Zukunft darstellen kann und auch für die Biodiversität der Zukunft. Und für mich als kleine, selbsternannte Umweltaktivistin war das immer so Number One Topic, über das man reden muss. Aber mir ist aufgefallen, eigentlich ist es die Nummer zwei. Weil es gibt viele Wissenschaftler, die den Überfluss des reaktiven Stickstoffs in unseren Ökosystemen als eine deutlich größere Bedrohung ansehen als die globale Klimaerwärmung. Und das hat mich gewundert. Nachzulesen ist das im Projekt namens Planetare Grenzen bzw. Planetare Belastungsgrenzen. Da, wenn man das bei Google eingibt und dann beim Umweltbundesamt mal nachschaut, haben die da so eine ganz nette Grafik, in der bestimmte Herausforderungen in drei Gruppen eingeteilt sind. Einmal in grün, das heißt nicht so eine große Bedrohung. Dann gelb, das heißt hohes Risiko an
an negativen Folgen. In diesem gelben Bereich ist dann zum Beispiel auch der Klimawandel einsortiert. Und jetzt kommt's, die Stickstoffüberlastung ist ganz dunkelrot in dieser Grafik. Das heißt, die Stickstoffüberlastung ist ein deutlich größerer Bereich, in dem eigentlich sofort was gemacht werden muss, um das Risiko für ganz gravierende Folgen zu minimieren. Das hat mich total gewundert, weil das nicht so sehr in aller Munde ist, wie es eigentlich sein sollte, wenn es eine größere Bedrohung ist als die Klimaerwärmung. Also, okay, finde ich jetzt interessant, dass es als größeres Risiko angesehen wird, weil ich hätte jetzt, also ja, das bedingt sich ja auch alles, ne? Also wie schon gesagt, Biodiversitätsverlust ist ja hier dann eines der großen Probleme, das daraus unter anderem resultiert. Und genauso die Klimakrise oder der Klimakollaps resultiert ja auch daraus, dass wir halt mit der Landwirtschaft hier Probleme haben. Und es bedingt sich ja gegenseitig. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass jetzt die Eutrophierung dermaßen ein großes Problem ist. Mich würde jetzt mal interessieren, von wem diese planetaren Grenzen oder die planetaren Belastungsgrenzen aufgestellt werden. Also ich wusste, dass es da was gibt, aber wer das dann eben hier auch entschieden hat, weil, also ja, ist uncool, klar. Ich finde auch, der Klimawandel oder die Klimakrise ist mittlerweile auf einem guten Weg, dass wir die in den Griff kriegen. Insbesondere jetzt, wo Biden gewonnen hat und Deutschland halt vielleicht wieder auch zurückkommt. Amerika zurückkommt ins Paris Agreement. Aber da hier, also ich wusste, dass es irgendwie kritisch ist, aber dass es dann so kritisch ist, wusste ich nicht. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie die also das genau bewerten. Also ich habe es mir jetzt gerade gegoogelt. Ich habe es gegoogelt, das ist ein Kreis von etwa 30 internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um Johan Rockström vom Stockholm Resilience Center. Und das ist in einem 2009 publizierten Fachartikel das erste Mal an die Öffentlichkeit geraten. Okay, also gut, das ist ein Problem, ist wahrscheinlich aber schon vorher, aber dass es so kritisch ist, dann wahrscheinlich erst 2009. Ja. Okay, aber wusste ich jetzt nicht. Ich habe von dem auch noch nie was gehört und von dem Zentrum auch nicht, aber das muss man mal im Auge behalten, ja. Vielleicht auch ganz interessant, ebenfalls im roten Bereich sind die Intaktheit der Biosphäre und vor allem die genetische Vielfalt und Phosphor. Also mit genetischer Vielfalt ist dann so Biodiversität gemeint, oder? Genau. Okay, es ist dann so eingeteilt in verschiedene Bereiche und Stickstoff und Phosphor sind dann bei biogeochemische Flüsse. Okay, ja klar. Stickstoffkreislauf, Phosphorkreislauf, ja. Okay, interessant. Ja, hat mich auf jeden Fall gewundert. Hat mich irgendwie auch ein bisschen traurig gemacht und wie gesagt, ich ernenne mich manchmal ganz gern so als kleine Umweltaktivistin und das Erste, was ich mich dann gefragt habe, war, was kann ich denn eigentlich dagegen machen? Weil, klar, Dünger hat der Menschheit viel Gutes gebracht, aber es soll ja auch so bleiben. Und kennst du den CO2-Fußabdruck? Hast du davon schon mal gehört? Ja. Gibt's ja auch. Das kann man auch für Stickstoff machen. Also man kann sich online über den N-Print-Rechner, den Link packen wir auch mal in die Shownotes, kann man seinen eigenen Stickstofffußabdruck berechnen. Das ist, um ehrlich zu sein, ein bisschen veraltete Software. Es sieht aus, als wäre das irgendwie von 2005 oder so. Aber ich habe es trotzdem mal geguckt und da habe ich auch gelesen, dass in Deutschland jeder Bewohner durchschnittlich für die Emission von 45 Kilogramm umweltschädlichen Stickoxiden und Ammoniak pro Jahr verantwortlich ist. So, die Deutschen ungefähr 45 Kilogramm, um das jetzt mal in Relation zu setzen. Der globale Durchschnitt liegt bei ungefähr 27 Kilogramm pro Jahr. Also das Muster ist da erkennbar, dass die westlichen reicheren Staaten deutlich mehr konsumieren und dadurch viel mehr emittieren. Okay, aber wie wird das dann genau berechnet? Weil wenn ich jetzt hier Fleisch esse, kommt das ja irgendwo aus Südamerika normalerweise, ne? Oder so. Also wird das das ist nicht der Importierte. Das ist, da fragst du mich jetzt was. Da muss ich mal nachgucken. Ich habe auf jeden Fall dann meinen individuellen Fußabdruck da auch noch mal berechnen lassen, weil der war dann auch etwas niedriger. Der war dann irgendwie so bei 39 Kilogramm. Und ich denke mal, das liegt daran, dass ich zum Beispiel kein Fleisch esse und auf tierische Produkte versuche zu verzichten. Okay. Auch wenn es mir bei Käse sehr schwer fällt. Und in Münster bin ich auch eigentlich nur mit dem Fahrrad unterwegs. Und deswegen hat das meinen Stickstofffußabdruck ein bisschen geändert. Aber naja, viel leider auch nicht. Die größten Emissionsbereiche sind da, also ist da mit 67% die Landwirtschaft, eben durch diese
Düngemittel, aber auch 16% aus Prozessen der Industrie- und Energiewirtschaft, 11% aus dem Verkehrsbereich und 6% aus Haushalten, Abwasserwirtschaft und Oberflächenablauf. Also da erkennt man, Landwirtschaft ist da schon echt der allergrößte Teil. Und was man da machen kann, naja, man kann schlecht auf den Klogang verzichten oder mit dem Essen aufhören. Aber naja, was man vielleicht machen kann, wenn man unbedingt will, ist ein bisschen darauf achten, von wo das Essen kommt, von das man da zu sich nimmt. Vielleicht ein bisschen weniger Fleisch und lokal essen. Lokal essen, auf Transportmittel warum achten. Lokal? Also warum ist lokales Essen besser? Weil die Handelswege dann kürzer sind. Okay. Also macht einen kleinen Unterschied. Ich wollte jetzt gerade noch dazu sagen, so ein bisschen auf Transportmittel achten. Gut, das macht jetzt nur einen kleinen Bereich der Emissionsbereiche aus, aber naja, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, bei Transportmitteln ist es ja vor allen Dingen auch halt wegen der Feinstaubbelastung der Fall. Also das ist ja auch direkt halt eine direkte Auswirkung, die wir haben. Und das ist ja auch von der Landwirtschaft halt her, dass da dann eben Lachgase, du hast es angesprochen, aber auch Ammoniak eben für den Feinstaub ja die Grundsubstanzen sind. Du hast jetzt auch Ozon angesprochen. Ozon ist ja eigentlich Sauerstoff, also da gibt es nochmal andere Prozesse auch, die da, also das bedingt sich auch alles irgendwo ein bisschen, das sind dann kleine Partikel, wo sich da mit anderer Zeit konglomeriert und so weiter. Man kann so ein bisschen viele Fliegen mit einer Klatsche hauen, wenn man so auf diese Sachen achtet. Ja. Das ist das einzig Gute daran, würde ich mal sagen. Aber ja, das ist die Stickstoffkrise, die mich ein bisschen mehr überrascht hat, als ich dachte. Okay, ja, finde ich auch interessant. Muss ich mir mal näher angucken. Wundert mich jetzt so, also ich habe schon mal so ein bisschen davon gehört halt, ne? Aber dass es jetzt so als so kritisch eingeschätzt wird vom Risiko her, ist mir jetzt auch neu, muss ich gestehen. Und ich beschäftige mich eigentlich echt viel damit. Also muss ich mir noch mal genauer angucken. Also es kam mir relativ legitim vor, weil es vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit auch gesagt wird, beziehungsweise man kann es auf deren Homepage finden. Na gut, aber was von einigen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen als sicher gilt, wird natürlich von anderen auch wieder in Frage gestellt. Ne? Könnte man ja vielleicht mal ein bisschen kritisch beleuchten auch. Ja, gut, also da wird es auf jeden Fall einen Grund geben. Ich finde es auch immer schwierig, die halt gegeneinander abzuwägen, ne? Weil ja, also klar. Wie willst du jetzt, keine Ahnung, gibt ja auch Leute, die sagen, oh ja, wir machen uns jetzt alle Sorgen wegen hier Klimawandel, was viel schlimmer ist, ist künstliche Intelligenz, weil die uns umbringt, ja. Mehr aus, du sagst so, ja, kannst ja nicht das eine mit dem anderen vergleichen, also super schwierig, das zu vergleichen, finde ich, ja. Aber deswegen, ja, also ich glaube, hier in diesem, die planetaren Belastbarkeitsgrenzen, da werden auch nur die Risiken miteinander abgewogen, aber ja, da hast du recht, das ist schwierig zu vergleichen, das Äpfel und Birne vergleichen, ja. Ja, okay, also ja, aber finde ich in dem Fall jetzt auch echt interessant, muss ich sagen. Okay, wusste ich nicht. Ja, gut, also weniger. Ich verstehe es ja eh auch nicht, weil wir haben immer total das Problem, unsere Gülle wegzubekommen, aber düngen trotzdem mit Stickstoffdünger. Ne? Also gut, ja, mit dem Stickstoffdünger ist das besser verfügbar und sowas. Und bei der Gülle hast du wieder Schwermetalle drin und so, was du nicht willst. Aber also fand ich schon irgendwie auch interessant, dass wir halt trotzdem immer noch so viel Stickstoffdünger auf die Felder packen. Was da auch spannend ist, ist, dass wir wir überdüngen die Felder richtig krass, damit wir eben pro Hektar noch mal mehr Nahrungsmittel rausbekommen. Weil das Optimum, also es gibt so ein Optimum, wie viel du düngen könntest, damit du den höchsten Nährwert hast. Und das ist bei weitem überschritten. Also die Nahrungsmittel haben weniger Nährwert, wenn man sie isst. Aber weil es nach der Menge geht, weil nach Menge verkauft wird, nicht nach Nährwert, ist da halt der Anreiz, möglichst viel zu produzieren. Und das passiert halt, indem ich ganz viel Dünger draufkippe und dann halt auch in Kauf nehme, dass irgendwie, ich glaube, 3/4 oder was von dem Dünger wird ausgewaschen und landet dann irgendwie in den Flüssen und in den Seen. Und das ist halt irgendwie auch, also nagel mich nicht fest auf der Zahl, aber irgend sowas hatte ich im Kopf. Und das ist halt irgendwie auch echt ein bisschen blöd einfach, ja, also genau, ja. Nicht zugute des Menschen auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall nicht, ja. Oder auch für die Umwelt und Natur insgesamt. Genau. Gut, danke für die Einführung, da bleibe ich auf jeden Fall mal dran und schaue mir das nochmal genauer an. Und hast du ein bisschen positiveres Thema? Ja, was heißt positiv, ne? Neutraleres Thema, ich habe jetzt noch ein paar Zahlen da. Das reicht. Ich bin ja immer so, ach ja, Zahlen. Genau. und zwar hatte ich ein bisschen so das versucht. War Sarkasmus für alle, also, ja, die sich gewundert haben. Ich finde es immer geil, ich finde das immer toll. Doch, ich finde es auch super interessant. Das setzt das alles in Relation, finde ich. Also, ja. Doch.
Und genau diese Relation, ich find's total, ich fand's mega schwierig, hier Zahlen und Daten halt mal zu bekommen. Und ich habe dann nach echt längerem Recherchieren, habe ich bei der EUSGS Daten gefunden zum Thema Stickstoff und hier halt dann auch vor allen Dingen zu Ammoniak und dem Stickstoff, der im Ammoniak drin ist. Zu Stickstoff selber gibt's nicht wirklich was. Ja. Und, aber die Daten von der EUSGS von 2020, also relativ neu, die geben an, dass 88% des Ammoniaks, der produziert wurde, in die Düngemittelherstellung fließt. Das ist jetzt zwar nur in Amerika, aber ich nehme an, dass es auch für die gesamte Welt gilt. Und ja, Amerika hat hier in den letzten Jahren seine Produktion von Ammoniak ausgebaut. Also machen mittlerweile ungefähr 10% des Weltmarktes aus, also beziehungsweise der Weltproduktion. Und die Idee dahinter war, dass die USA eben versucht haben, damit die Importe von Ammoniak zu reduzieren. Und Produktion ist es geschätzt bei ungefähr 14 Millionen Tonnen an Stickstoff, der in dem Ammoniak gebunden ist. Also ganz komische, krude Zusammenrechnung. Die messen, wie viel Tonnen Stickstoff ja da enthalten sind und nicht irgendwie, wie viel Tonnen Ammoniak das sind. Also ganz interessant. ja, und zwar hängt das damit zusammen, dass die USA das auch machen, weil bei denen durch das Fracking Erdgas so günstig geworden ist. Also die haben sehr niedrige Erdgaspreise. Und dadurch ist es wirtschaftlich geworden, dort eben Ammoniak herzustellen. Ich hatte es ja vorhin gesagt, dass eben die Wasserstoffversorgung der Preistreiber ist. Und dadurch waren jetzt halt viele Raffinerien, hatten halt einen Anreiz, um hier abzugraden ihre Anlagen und eben hier neue Stickstoffanlagen zu bauen und neue Ammoniak-Syntheseanlagen zu bauen. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo das ein bisschen übersättigt ist und bis 2022 sind jetzt keine neuen Anlagen mehr in Amerika geplant. Was auch damit zusammenhängt, dass die Preise, die Weltmarktpreise für Ammoniak seit 2012 am Fallen sind. 2010 hat man noch $396 pro Tonne gezahlt. Wenn ich jetzt hier von $396 spreche, dann sind das FOB-Kontrakte an der Golfküste. Also FOB sind die Free-on-Board-Kontrakte. Wer da nicht weiß, was das ist oder sich dafür interessiert, da hatte ich auch eine Episode zum Thema Rohstoffhandel mal aufgenommen, wo ich das erklärt hatte. Auf jeden Fall ist das eben so ein standardisierter Kontrakt, also von daher kann man die gut vergleichen. Und 2010 waren das noch $396 pro Tonne, dann 2012 ist das hochgeschossen auf $579 pro Tonne und 2019, also vor einem Jahr, waren es dann $230. Das ist so ein bisschen schwierig, weil das ist gar, also ich konnte es jetzt nicht wirklich sauber aus der Literatur ablesen. Ich habe nur die Daten rausgefunden. Ich nehme an, dass es eben auch wieder mit der Wasserstoffversorgung zusammenhängt. Und eben hier 2011 rum war doch hier auch große Wirtschaftskrise. Und ich nehme mal an, dass da, also beziehungsweise da war ja auch dann der Erdölpreis, glaube ich, relativ hoch. Und seitdem ist der Erdölpreis ja wieder am Fallen und der Erdgaspreis, weil eben Amerika so viel in Fracking auch investiert hat und hier so viel Erdgas und Erdöl selber herstellt und eben auch weltweit da wieder mehr Angebot da ist und die Preise dafür gefallen sind in den letzten Jahren. Und 2011, 2012, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es da eben das Problem war, dass eben hier Weltwirtschaftskrise war und insgesamt die Produktion dann wahrscheinlich auch gedrosselt wurde. Aber sicher weiß ich es nicht. Ja. Und dann der Fall innerhalb von ein paar Jahren von $579 Dollar auf $230 ist ja schon sehr extrem. Genau, also das liegt vor allen Dingen daran, dass halt der Wasserstoff günstiger geworden ist. Ja. Mhm. Und auch mehr Kapazitäten insgesamt aufgebaut wurden. Also klar, wenn halt der Preis so krass steigt in wenigen Jahren, dann versuchen ja auch mehr Leute da irgendwie was dran zu verdienen. Und ich nehme an, das dauert ja auch immer ein bisschen, bis so eine Anlage an den Start geht. Und insgesamt ist trotzdem damit zu rechnen, dass die Kapazitäten weltweit auch noch weiter ausgebaut werden. Also man rechnet in den nächsten 4 Jahren mit einem Zubau von 4%, vor allen Dingen in Afrika, Osteuropa und Südasien. Die Amerikaner, glaube ich, haben jetzt da ganz gut sich eingedeckt, aber hier eben Afrika, Osteuropa und Südasien werden ausbauen. Interessanterweise ist es in Ostasien so, dass die Anlagen schließen, weil die eben da zu viele haben oder es sich da auch nicht mehr so lohnt. Ja, nehme ich auch mal an, dass eben in Ostasien vor allen Dingen jetzt auch fossile Brennstoffe, also auch in China vor allen Dingen, zurückgefahren werden und die da ja eher versuchen auch ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Und in Afrika und Osteuropa wird halt einfach auch mit einem
steigender Nachfrageanstieg gerechnet, einfach weil die halt auch mehr Düngemittel verwenden und brauchen und da dann eben auch hier einen Bedarf haben. Der Nachfrageanstieg in den letzten Jahren hat auch übrigens damit zusammengehangen, dass mehr Mais angebaut wurde, also vor allen Dingen in Amerika, weil eben hier die Gewinne höher waren und Mais, also 3% mehr Mais wurde angebaut 2019 als 2018 und Mais braucht eben auch mehr Stickstoffdünger. Deswegen ist hier dann auch die Produktion hochgegangen oder beziehungsweise es wurde mehr nachgefragt. Also dann mehr Nachfrage, höherer Preis und dann mehr Produktion, wenn es geht. Und fand ich auch irgendwie interessant, dass so eine Entscheidung über hier, hey, ich baue Mais an, dann so Auswirkungen hat. Ja, ja, es macht auch gerade total Sinn, wenn ich drüber nachdenke. Im Münsterland wird auch total viel Mais angebaut. Ah, okay. Jetzt weiß ich, warum so viel gedüngt wird hier. Ja, und müssen wahrscheinlich halt auch dann die Gülle wieder loswerden, ne? Weil der Mais wird ja wahrscheinlich vor allen Dingen Futtermittelmais sein, nehme ich mal an. Ich denke auch, ja. Ja, genau. Ja, und ich hatte es ja jetzt gerade eben schon gesagt, die Amerikaner produzieren ungefähr 14 Millionen Tonnen und machen damit ungefähr 10% aus. Die restlichen, also die anderen großen Produzenten sind eben China mit 40 Millionen Tonnen. Die reduzieren ja ihre Kapazitäten oder ihre Produktion gerade. Die haben jetzt 1 Million Tonnen weniger produziert als noch 2018, 2019. Also die Zahlen sind jetzt von 2019, weil 2020 ist ja noch nicht rum, ne? Indien baut aus, die produzieren mittlerweile 12 Millionen Tonnen, also 1 Million Tonnen mehr als 2018 und Russland ist gleich bei 15 Millionen Tonnen. Deutschland produziert nur in Anführungsstrichen 2,6 Millionen Tonnen, ist immer noch viel, ne? Aber wir sind nicht mehr hier die Nation, die den Haber-Bosch-Prozess alleinig nutzt, also von daher, da hat sich das doch auch in den letzten Jahrzehnten etwas verändert. Insgesamt sind es 150 Millionen Tonnen, die weltweit ungefähr hergestellt werden. Und da sieht man halt schon, das ist halt super viel Material, was da umgesetzt wird und hergestellt wird. Und ja, das landet dann halt auch irgendwo und zu 88% ungefähr auf den Äckern, was dann halt auch schon viel Material ist, was wir da ausbringen. Ja. Was ich ja immer gerne mache und was ich ja oben bei dem Salpeter auch so erwähnt habe mit den 100 Jahren Reichweite, ich sage ja auch immer gerne, wie die Ressourcen- und Reservenreichweite ist. Da ist wieder was bisschen Positiveres und zwar dadurch, dass halt ja unsere Luft zu großen Teilen aus Stickstoff besteht, ist hier praktisch die Reichweite unbegrenzt. Also ja, eigentlich kann man Stickstoff ja aus der Luft einfach rausfiltern oder rausgewinnen und verwenden und damit hat auch jedes Land praktisch eine unbegrenzte Menge zur Verfügung. Also eigentlich gibt's hier auch nicht mehr den Drang, um groß Kriege zu führen, weil jeder kann sich einfach so eine Anlage hinstellen, wenn er über genügend Energie verfügt und sich den Stickstoff aus der Luft holt. Und was dann wiederum nicht so cool ist, ist als Düngemittel oder als Explosivstoffe gibt's eigentlich kein wirkliches Substitut. Also als Düngemittel einfach, weil die Pflanze Stickstoff braucht. Ja, also die kann ohne Stickstoff nicht überleben. Wie sie es zugeführt bekommt, in welcher Form von Düngemittel oder Boden, ist halt nochmal eine andere Frage. Und auch bei den Explosivstoffen, die auf stickstoffbasierenden Sprengstoffe sind halt, also es gibt auch andere, aber eigentlich arbeitet fast jeder Sprengstoff in irgendeiner Form mit Stickstoffverbindungen. Ja, und du hast ja vorhin auch gesagt, dass Ammoniak und sowas unter anderem für Feinstaub verantwortlich sind oder verantwortlich ist. Dieser Ammoniak kann aber auch eingesetzt werden, um das Klima oder das Wetter hier zu beeinflussen. Und zwar ist es so, dass die ammoniakhaltigen Ausscheidungen von Millionen von Vögeln, die vor allen Dingen in der Arktis unterwegs sind, die fördern die Wolkenbildung, weil durch diese Ammoniakverbindung dann eben hier ein Kristallisationskeim in die Luft gebracht wird. Und durch diese Wolkenbildung gibt es einen messbar kühlenden Effekt auf das arktische Klima. Und ja, da gibt's auch verschiedene Ideen, wie man eben künstliche Wolken herstellen könnte, indem man da ja Keime einbringt, was dann Geoengineering ist und sowas. Und, ja, fand ich dann das sehr verrückt. Habe ich noch nie von gehört. Ja, fand ich auch irgendwie einen sehr lustigen Effekt, den ich dann eben auf Wikipedia da gelesen habe und habe dann auch nochmal nachrecherchiert, weil ich es auch nicht glauben konnte. Es gibt hier einen einen Forscher, der sich damit beschäftigt hat, der Contribution of Arctic Seabird Colony Ammonia to Atmospheric Particles in Cloud Albedo Radiative Effect. In Nature Communications, Band 7 vom 15. November 2016, kann man nochmal nachlesen, welchen ja, Cloud Albedo, also Albedo-Effekt ist ja die Rückstrahl oder die Rückstrahlung von Wolken. Ja, und das verstärkt das hier eben. Ja.
Fand ich auch sehr. Ich hatte noch nie spannend. So eine positive Attitüde gegenüber Vogelkacke. Richtig, ja, dachte ich mir dann auch so, okay, und vor allen Dingen ist es auch mal in dieser Episode, die ja wahrlich nicht viele positive Punkte hatte, mal ein positiver Punkt mit dem man das Ganze hier schön abrunden kann. Und, genau. Mit, ja. mit dem Funfact können wir dann die Leute eigentlich auch in den Abend entlasten, oder? Richtig, oder in den Tag. Ja, genau. Wir haben jetzt fast 2 Stunden aufgenommen, muss man mal gucken. Wahrscheinlich, wenn wir es jetzt runterschneiden, kommen wir Pi mal Daumen bei 2 Stunden raus. Das ist jetzt zum Glück genauso wie das letzte Mal. Und dann denke ich, haben wir da auch einen guten Umschlag gemacht. Es gibt auch einige Themen bei Stickstoff, die man noch hätte rausgreifen können, aber ich denke, das reicht jetzt auch erstmal. Und wir zwei können uns ja überlegen, ob wir demnächst mal Phosphor uns anschauen möchten, weil wenn du jetzt hier gesagt hast, dass es planetare Grenzen für Phosphor gibt, dann können wir das ja irgendwie mal auf die Liste schreiben. Oder hast du einen Wunsch für die nächste? Dann können wir uns mal ein bisschen intensiver mit diesen planetaren Belastbarkeitsgrenzen auseinandersetzen und den Hörern vielleicht mal nähere Details geben. Ja, fände ich auch interessant. Hörerinnen und Hörern, meine ich. Ja. Und allen, die sich davon nicht angesprochen werden. Den hörenden Menschen, nennen wir es so. Doch, so bin ich auch zufrieden damit. Das finde ich gut. Okay, sehr schön. Dementsprechend, wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare, gerne auch kritisch. Falls ihr irgendwas anmerken wollt, dann meldet euch. Gerne auch als Sprachnotiz oder sowas. Und wir freuen uns drauf, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet und empfehlt uns weiter, gebt uns ein Sternchen, wenn ihr möchtet. Oder wenn nicht, dann gebt uns kein Sternchen. Aber wir freuen uns immer drüber, über Feedback. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag oder Abend euch. Tschüss.